Abschnitt 1 von Der 14. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski. Übersetzt von Alexander Eliasberg. Abschnitt 1. Erstes Buch, Der 14. Erster Teil, erstes Kapitel. Die Erde lieben ist Sünde. Man muss das Himmlische lieben. Ich kann es aber nicht. Mehr als alles auf der Welt liebe ich unser Gut Tscherjomuschki. Solange ich da lebte, wusste ich es nicht. Kaum bin ich aber von dort fort, als ich es zu lieben anfing und mich danach so sehne, dass ich für Sehnsucht sterben könnte. Lieben Sie Ihre Erde wie etwas Lebendiges, Maria Pawlowna? Natürlich ist sie lebendig. Wenn ich ins Gehölz komme, stehen die jungen Birken wie dünne Wachskerzen da. Ihre Haut ist so warm, weich von der Sonne durchwärmt, ganz wie lebendig. Ich umarme sie, schmiege meine Wange an sie, liebkose sie, mein liebes, trautes Schwesterchen. Im bläulichen Scheine der Winterdämmerung, der ganz schwach durch das vereiste Fensterchen des Reiseschlittens drang, betrachtete Fürst Valerian Michailowitsch Golizin das liebliche Gesicht des jungen Mädchens und dachte bei sich, bist selbst wie eine Birke im Frühling. Anmerkung des Übersetzers. Golizin, Fürst Valerian Michailowitsch, Kammerjunker, Neffe des Fürsten Alexander Nikolajewitsch, 1774 bis 1844. Wurde nach Sibirien verschickt, kam dann nach dem Kaukasus, starb 1859 amnestiert zu Petersburg. Ende der Anmerkung. Maria Pawlowna sah ganz wie ein gewöhnliches Provinzfräulein aus, wie eines, von denen es heißt, geteilt sind ihre Musestunden zwischen Klavier und Stickerei. Sie ist gekleidet nach dem Modebild im Telegraph. Sie trägt einen mit dauerhaften dunkelgrünem Grottetour aus Großmutters Zeiten gedeckten Pelzmantel und einen Kapotthut mit rosa Bändern. Der dicke schwarze Zopf ist zu einem Körbchen geflochten, aus dem leichte Locken auf die Wange herabfallen. Dazu trägt sie altertümliche Granatohrringe, wahrscheinlich auch ein Geschenk der Großmutter. Ist gut erzogen und spricht Französisch. Dabei hat sie das Gesicht eines Dorfmädels, das auf einer Bank vor dem Tore sitzt, ein gelbes Kopftuch mit roten Tupfen aufhat, mit den Burschen scherzt und Sonnenblumenkerne knackt. Vielleicht liebt sie noch niemand. Aber sie ist vom Dufte der Liebe umhaucht, wie blühender Flieder von der Frische des Taus. Und alle fühlen es. Die Postmeister, die an den Schlagbäumen stehenden Invaliden, die dickbäuchigen Kaufleute, die im Schweiße ihres Angesichts Tee trinken. Die Postkutscher mit den roten Gesichtern. Alle denken sich beim Anblick Maria Pawlownas, ach, ist das ein nettes Mädel. Golizin machte auf der Reise von Wassilikow nach Petersburg Station in Moskau, um das Mitglied der geheimen Gesellschaft, Iwan Iwanowitsch Puschtschin, zu besuchen. Anmerkung des Übersetzers. Puschtschin, Iwan Iwanowitsch, 1789 bis 1859. Dichter, Freund und Studiengenosse Puschkins. Wurde nach Sibirien verschickt und 1856 amnestiert. Ende der Anmerkung. Puschtschin diente am Strafsenat des Moskauer Hofgerichts und wohnte bei seiner Tante, einer vornehmen Dame aus der guten alten Zeit, im Pfarrbezirk von Pjatnica-Boschedomskaja, in der alten Konjuschennaja-Straße. In diesem Hause war auch auf der Reise nach Petersburg eine entfernte Verwandte der Puschtschins, die Serpuchower Gutsbesitzerin Nina Lwowna Dolitschowa, mit ihrer 19-jährigen Tochter Maria Pawlowna abgestiegen. Golizin hatte sich auf Puschtschins Bitte bereit erklärt, die Damen zu begleiten. Um jene Zeit fing zwischen Petersburg und Moskau gerade die Posteligance an zu verkehren. Es war ein niedriges, langgestrecktes, mit Leder überzogenes Fuhrwerk mit zwei kleinen Fensterchen, das eine vorn, das andere hinten. Liegen konnte man darin nicht. Die vier durch eine Scheidewand voneinander getrennten Fahrgäste saßen mit dem Rücken zueinander und blickten zwei nach vorn und zwei nach hinten. Da man in den früheren Reisewagen bequem liegen konnte, nannten die Postkutscher diese neue Erfindung Nelle Chance. Anmerkung des Übersetzers.
vom russischen Njeleschat, nicht liegen, abgeleitet. Ende der Anmerkung. Golizyn fuhr nun mit den beiden Damen und deren leibeigenem Dienstmädchen Palaschka in einer solchen Neleschance. Frau Tolitschowa, die aus einer begüterten Familie stammte, war gewohnt, nicht anders zu reisen als nach adliger Sitte, mit eigenen Pferden, recht gemächlich, mit einer kleinen Küche, mit großem Gepäck und vielen leibeigenen Dienstboten. Die Postdiligenz fürchtete sie als eine unerhörte Neueinführung und freute sich über den verlässlichen Reisebegleiter. Sie erzählte ihm sofort ihre ganze Geschichte. Ihre Erziehung hatte sie im Smolny-Institut genossen. Sie heiratete fast direkt aus dem Institut und lebte mit ihrem Mann knapp 25 Jahre. Pavel Pavlovich Tolitschow hatte in der Armee gedient. Im italienischen Feldzuge wurde er von Suworow zum Leutnant befördert. Im Jahre 1812 wurde er verwundet und mit dem Range eines Oberstleutnants verabschiedet. Er war ein Mann von großem Verstand und sogar Schriftsteller. Im Zionsboten wurde ein Artikel von ihm veröffentlicht. Mit dem Herrn Lapsin war er befreundet gewesen. Und als man diesen wegen seiner Freigeistigkeit verschickte, hätte man beinahe auch Pavel Pavlovich erwischt. Anmerkung des Übersetzers. Lapsin, Alexander Fjodorowitsch, 1766 bis 1825. Mystiker und Herausgeber des Zionsboten. Ende der Anmerkung. Er litt Verfolgungen, denn er liebte die Wahrheit und klagte die bösen Menschen, die bestechlichen Beamten und die grausamen Gutsbesitzer an. Er erklärte selbst dem Bischof, dass es keine Leibeigenen geben dürfe, weder Herren noch Knechte. Seine eigenen Bauern wollte er freilassen, aber die Obrigkeit erlaubte es ihm nicht. Man erklärte ihn für einen Freimaurer, Gottlosen und Aufrührer. Der Gouverneur wollte ihn ins Gefängnis sperren. Pavel Pavlovich wurde vor vielem Kummer krank und starb eines plötzlichen Todes. Nina Lwowna blieb in dem kleinen Töchterchen Mutterseelen allein. Drei Kinder hatte sie bei Lebzeiten des Mannes verloren. Marinka war ihr letztes. Die Gutswirtschaft war zerrüttet. Die Bauern, diese Sklavenseelen, gerieten, als sie die Güte des verstorbenen Herrn sahen, dessen edle Gefühle sie nicht verstanden, außer Rand und Band. Die Hälfte war davongelaufen, die andere Hälfte soff. Sie zahlten weder den Zins noch die Kopfsteuer. Frau Tolitschowa selbst verstand nichts von der Wirtschaft. Die Damen ihrer Bekanntschaft machten sich über sie lustig, weil sie ihre Leute niemals schlug. Sie fürchtete wohl, ihre Hand an den Wangen eines Leibeigenen zu beschmutzen. Der Verwalter ist aber ein Gauner. Das Gut ist beim Vormundschaftsgericht verpfändet. Die Schuld beträgt 25.000 Rubel. Die Zinsen kann sie aber nicht bezahlen. Wenn man das Gut verkauft, muss sie betteln gehen. Aber der Herr selbst erbarmte sich der armen Waisen und schickte ihnen einen guten Menschen. Nach Sapurow kam aus Petersburg auf Besuch zu seinen Verwandten der Staatsrat Porfiri Nikodymitsch Aquilonow, Beamter im Departement für Auswärtigen Handel. Er sah auf einem Ball im Provinzclub Marinka und war so bezaubert, dass er nach einigen Tagen den Antrag machte. Ein nicht mehr junger Mann von über 50 Jahren, aber respektabel, von bester Gesinnung, angesehen bei den Vorgesetzten und, wie man sagt, mit einem großen Vermögen. In Marinka ist er sterblich verliebt. »Wenn Sie mich durch Ihre Einwilligung beglücken«, sagte er, »so werde ich kein Opfer scheuen, um Ihre Tochter glücklich zu machen. Ich nehme meinen Abschied, übernehme die Bewirtschaftung von Tscharjomuschki und bringe Ihre Verhältnisse in Ordnung.« Marinka sagte nicht nein, er bat sich aber Bedenkzeit. »Nina Lwowna will Ihre Tochter nicht zwingen. Sie versteht selbst, dass ein so junges Ding nach Liebe, nach einem Herzensbunde strebt. Porfiri Nikodymitsch passt aber gar nicht zu ihr. Er könnte ihr Vater sein. So war nun ein Jahr vergangen. Sie überlegte es sich noch immer. Und schließlich kam ein Brief von Herrn Aquilonow. Er bittet respektvollst, über sein Schicksal zu beschließen. Und, falls es noch eine, wenn auch geringe Hoffnung gibt, zu einer persönlichen Aussprache nach Petersburg zu kommen. Nina Lwowna musste auch selbst in eigenen dringenden Geschäften hin, da sie mit den Zinsen für das Gut im Rückstand war. Wie leicht konnte man das Gut mit Beschlag belegen und öffentlich versteigern? Sie hatte noch die Hoffnung auf die entfernte Großtante, Natalja Kirillowna Archevskaja. Die Alte war reich, aber geizig und launisch. Sie hatte sich darauf versteift, dass sie ihr Gut verkaufen und zu ihr nach Petersburg ziehen, und wollte nicht nachgeben.
sonst kriegt ihr von mir keinen Dreier. Marinka will aber davon nichts hören. Lieber heirate ich schon den Aquilonow, werde aber Tscherjomuschki nicht verlassen. Hier bin ich geboren, hier will ich auch sterben. Als Nina Lwowna mit diesem Bericht zu Ende war, brach sie in Tränen aus. So sehr sie den Freier lobte, die Tochter tat ihr doch leid. Golizyn saß in seiner Abteilung nachts mit der Palaschka und bei Tage mit Nina Lwowna. Aber am zweiten Tag bekam sie Kopfschmerzen. Damit sie sich ein wenig hinlegen könne, setzte man die Palaschka auf den Bock zum Kutscher und Marja Pawlowna siedelte zu Golizyn über. Die Njeljschans kroch wie eine Schildkröte. Der Schlittenweg war noch nicht gut. Es gab wenig Schnee und die Kufen knirschten auf den nackten Steinen. Der Wagen rüttelte ordentlich. Hinter der Scheidewand atmete schlaftrunken Nina Lwowna. Das Glöckchen bimmelte einschläfernd. Im eingefrorenen Fensterchen verdichtete sich das bläuliche Dämmerlicht. Es glich dem Licht, das man im Traume sieht. Und den beiden war es, als träumten sie einen uralten, oft gesehenen Traum. Mir scheint immer, dass ich sie schon mal gesehen habe, Marja Pawlowna. Ich kann mich nur nicht erinnern, wann, sagte Golizyn, noch immer das liebliche Gesicht des jungen Mädchens betrachtend. Auch ich, begann sie und kam nicht weiter. Was denn? Nein, es ist nichts. Dummheiten. Sie wandte sich weg und errötete. Sie errötete überhaupt leicht, heftig und plötzlich, über das ganze Gesicht, wie ein kleines Mädchen. Und dann war sie noch hübscher. Sie beugte sich zum Fenster vor und fuhr mit ihren feinen, rosigen Fingerchen über die Eisblumen. Sie betrachtete Golizyn verstohlen, doch aufmerksam. Und sein Gesicht veränderte sich seltsam in ihren Augen. Er hatte gleichsam zwei Gesichter. Bald ein trockenes, hartes, galliges, mit einer bösen, ewig höhnenden Falte um den Mund, mit einem durchdringenden, klugen und schweren Blick unter den blind funkelnden Brillengläsern hervor. Sie liebte die Brille nicht und glaubte, dass nur greise und gelehrte deutsche Brillen tragen. Ein ihr fremdes, beinahe schreckliches Gesicht. Und dann wieder plötzlich ein einfaches, kindliches, liebes und so unglückliches, dass ihr Herz sich zusammenkrampfte, als ahnte es ein Unheil, eine Todesgefahr, die diesen Menschen drohte. Aber das alles fühlte sie so dunkel und verschwommen wie in einem ahnungsvollen Traume. »Ich habe ja vor Ihnen ein wenig Angst«, sagte sie, »ihn noch immer verstohlen, doch aufmerksam musternd. Wer weiß, vielleicht sind Sie auch so ein Spötter wie Iwan Iwanowitsch Puschtschin.« »Puschtschin ist ein seelenguter Mensch. Man braucht vor ihm keine Angst zu haben. Auch vor mir nicht.« »Sind Sie auch ein guter Mensch?« »Und wie glauben Sie, Marinka, Marja Pawlowna?« »Es tut nichts, alle nennen mich Marinka. Den Namen Marja Pawlowna mag ich selbst auch nicht.« Sie blickte ihm gerade in die Augen und lächelte. Auch er lächelte. Sie sahen einander an, lächelten stumm und beide fühlten, wie dieses Lächeln sie einer unaufhaltsam anwachsenden Vertrautheit nahebrachte. Einer etwas schwindelnden und freudigen Vertrautheit, als erkennten sie einander und besännen sich aufeinander nach einer langen, langen Trennung. Plötzlich wandte sie sich wieder weg, errötete und schlug die Augen nieder. Aber er fing noch den durch die langen Wimpern verschämt leuchtenden, liebkosenden Blick auf, der vielleicht gar nicht ihm galt, sondern niemand bestimmten und allen. So liebkost auch der Sonnenstrahl alles, was er trifft. »Sie müssen mich schon entschuldigen, Fürst«, sagte sie, noch immer mit gesenkten Augen. »Ich bin furchtbar scheu und wild. Ich lebte ja immer allein in Tscherjomuschki und bin darum verwildert. Habe verlernt, mit Menschen zu sprechen. Ich fürchte mich vor allem.« »Es lohnt sich nicht, die Menschen zu fürchten, Marinka. Die Menschen fürchten heißt, sie verziehen.« »Ich fürchte ja nicht die Menschen, sondern ich weiß selbst nicht was. In Tscherjomuschki fürchtete ich nichts, dort war ich tapfer. Kaum bin ich aber von dort fort, als mir alles so fremd und schrecklich vorkommt. Als ich klein war, pflegte die Kinderfrau, nachdem sie mich zu Bett gebracht und bekreuzigt und den Vorhang zugezogen hatte, zu sagen, »Schlaf, Kindchen mit Gott, schlaf, schlaf, am Bettchen steht ein Schaf, öffne aber die Äuglein nicht und schau nicht durch die Vorhänge, sonst holt dich das Kroh. Das liegt unter dem Bettchen.« Später dachte ich mir, dass nicht nur unter dem Bettchen, sondern überall das Kroh liege. Das ganze Leben ist roh. Suchen Sie es zu bannen, dann wird es Sie nicht anrühren.
Wie kann man es bannen? Wissen Sie es denn nicht? Ich weiß es nicht, nein, ich weiß wirklich nicht, sagte sie langsam, wie nachdenklich den Kopf schüttelnd, und die langen Locken an den Schläfen schwankten wie zwei leichte Trauben. Der Wagen fuhr in diesem Augenblick über einen hartgefrorenen Schneehaufen und rüttelte. Ihre beiden Gesichter kamen einander unwillkürlich nahe, und eine zarte Locke berührte sein Gesicht wie ein brennender Kuss. »Und Sie wissen es, sagen Sie es doch.« »Ich darf es nicht sagen.« »Warum nicht?« »Weil jeder es selbst wissen muss. Auch Sie werden es einmal erfahren.« »Wann denn?« »Wenn Sie jemand lieben werden.« »Ach so, die Liebe«, sagte sie und schüttelte wieder zweifelnd den Kopf. »Man sagt aber, es gebe gar keine wahre Liebe, sondern nur Treulosigkeit und Tücke.« »Wer sagt das?« »Alle.« »Le plus charmant amour, est celui qui commence et finit en un jour.« Das hat mir neulich Puschtschin gesagt. Auch Tantchen sagt, »Ach, Marinka, du weißt noch gar nicht, was die Liebe für ein Vogel ist. Kaum kommt sie geflogen, so fliegt sie schon gleich wieder weg.« Auch die Großmutter. Wie viele Tanten und Großmütter haben Sie doch? Ja, furchtbar viel. Und Sie glauben ihnen allen? Aber natürlich. Sie hatte die Gewohnheit, diese beiden Worte, aber natürlich, bei jeder Gelegenheit zu gebrauchen. Und machte es so reizend, dass er immer darauf wartete, dass sie sie wieder sage. Wie soll man ihnen nicht glauben? Man muss doch den Älteren glauben. Ich selbst bin ja ein dummes Gänschen, also glaube ich den klugen Menschen. Ich bestehe ganz aus fremden Worten, wie eine Bettdecke aus bunten Flicken. »Wer hält sich aber unter der Bettdecke verborgen?« fragte er lächelnd. »Nun raten Sie mal, wer.« Sie kniff die Augen zusammen und sah ihn mit krauser Stirn mit einem schelmisch neckenden Lächeln an. Und wieder leuchtete der Sonnenstrahl auf, der alles liebkost, was er trifft. Sie schwieg eine Weile, seufzte und ihr Gesicht wurde von einem gar nicht kindlichen Gedanken verdüstert. »Ja, so ist es, Fürst. Die Liebe fliegt davon und das Roh bleibt zurück. Es hat ja keine Flügel und kann nur kriechen wie ein Wurm oder wie eine große, abscheuliche, schreckliche Spinne.« Beide verstummten und fühlten, wie das Schweigen sie unaufhaltsam näher brachte. »Nun gut«, sagte Golizin, »sollen die Großmütter und die Tanten sagen, was ihnen beliebt.« »Wollen Sie auch selbst, dass die Liebe davon fliegt?« »Aber natürlich nicht. Ich liebe es, stark zu lieben. Ich verstehe nicht, ein wenig zu lieben. Der Mantel darf nicht von einer Schulter herunterrutschen. Er muss an beiden Schultern festsitzen.« »So, so, Marinka.« Golizin sah sie so an, als hätte er sich ihrer plötzlich erinnert. »Als hätte er sie endlich wiedererkannt. Das bist du also.« »Wie gut sie sind«, versetzte er mit veränderter leiser Stimme. »Da haben sie eine gute gefunden. Sie kennen mich noch nicht. Fragen sie mal Mama. Sie wird ihnen sagen, was für ein abscheuliches, böses und eigensinniges Mädchen ich bin.« »Hören Sie mal, Marinka, darf man mit Ihnen ganz einfach sprechen?« »Aber natürlich. Ich liebe selbst nur das Einfache. Alle diese Zeremonien kann ich nicht ausstehen.« »Also hören Sie, Marja Pawlowna«, begann er und hielt plötzlich inne. Er wandte sich, wie vorhin Marinka, weg, errötete und schlug die Augen nieder. Sie blickte ihn neugierig an. »Heiraten Sie nicht den Herrn Aquilonow«, sagte er mit einem plötzlichen Entschluss. »Was fällt Ihnen ein? Warum?« »Weil Sie ihn nicht lieben.« »Wieso liebe ich ihn nicht? Er ist doch mein Bräutigam, also liebe ich ihn.« »Nein, Sie lieben ihn nicht. Er ist für Sie Cho.« »Was für Dummheiten! Ein vortrefflicher, ehrenwerter und wohlgesinnter Mensch. Er kann jedes Mädchen glücklich machen. Das sagen alle, Mama, Tantchen und Großmutter.« »Heiraten Sie ihn dennoch nicht.« »Aber was geht Sie das an? Wie komisch Sie sind und wie unterstehen Sie sich. Ich müsste Ihnen böse werden, aber ich kann es nicht, ich dumme Gans.« »Nun verzeihen Sie, ich sage nichts mehr. Seien Sie nicht böse, Sie, mein gutes, liebes, liebes Mädchen.« Plötzlich verstummte er. Er sah sie verstohlen an. Sie sah es wie vorhin, zum vereisten Fensterchen vorgebeugt und hauchte es an, die beiden Handflächen rechts und links vor den Mund haltend. Dann fing sie an, mit dem Fingerchen in dem aufgetauten Kreise herumzufahren. »Weh, sehen Sie? Ein Weh!« »Der Name Ihrer Braut beginnt doch mit einem Weh.« »Was für eine Braut!« »Da haben wir es, ein netter Bräutigam, hat seine Braut vergessen.« »Ach, darf man denn das?« »Und warum verheimlichen Sie es von mir? Ich weiß es, Puschtschin hat es mir gesagt. Sie haben in Petersburg eine wunderhübsche Braut. Ihr Name beginnt mit einem Weh.«
Vielleicht. Vasilissa? Valerian und Vasilissa, das ist ja schön. Beide Namen beginnen mit dem gleichen Buchstaben. Sie lachte hell, scheinbar lustig, ihre Augen blickten aber traurig. Warum ein Weh? Ach ja, die Freiheit, erriet Golizyn und erinnerte sich der Verse. Wir warten. Hoffnung brennt im Blute. Wann kommst du, Freiheit, hoch und her? So wartet nur ein Liebender auf der Zusammenkunft Minute. Anmerkung des Übersetzers. Das russische Wort für Freiheit beginnt mit einem W. Die Verse sind von Puschkin. Ende der Anmerkung. Wissen Sie, Fürst, es kann ja auch nicht stimmen. Sie hörte plötzlich zu lachen auf und sah ihn streng, beinahe hart an. Was kann auch nicht stimmen? Das von der Liebe. Es ist nicht die Liebe, was vor dem Kro retten wird. Was denn? Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht zu sagen. Es gibt so ein Gedicht, mein seliger Papa liebt es sehr. Demütigen Herzen muss man glauben und bis zum Tod geduldig sein, sagte sie leise, aber in diesem leisen Ton lag eine solche Kraft, dass Golizyn sie erstaunt ansah. Erst eben war sie ein Kind gewesen, nun war sie ein Weib. In diesem Augenblick fuhr der Wagen einen Abhang hinab, neigte sich auf die eine Seite und fiel beinahe um. Marinka schrie erschrocken auf, griff nach der Armlehne ihres Sitzes und legte unwillkürlich ihre Hand auf die Golizyns. Er drückte sie fest und beugte sich dicht zu ihrem Gesicht vor. Sie rückte ein wenig weg, wollte ihre Hand zurückziehen, er ließ sie aber nicht los. »Marie«, erklang hinter der Scheidewand die undeutliche Stimme Nina Lwownas. Marinka horchte auf, gab aber keine Antwort, und beide duckten sich im Finstern wie Kinder, die etwas anstellen. »Sie haben über der Braue ein Schönheitspflästerchen«, flüsterte er lachend. »Es ist kein Schönheitspflästerchen, sondern ein Muttermal«, antwortete sie mit dem gleichen lustigen Flüster. »Als ich klein war, neckten mich alle Kinder damit. Marinka hat ein Muttermal, Marinka ist ein Scheusal.« Er beugte sich noch näher vor und sie rückte noch mehr zurück. »Meine Liebe, Liebe«, flüsterte er so leise, dass sie es auch nicht hätte hören können, wenn sie es nicht wollte. »Marie, où es-tu donc, mon enfant?« fragte Nina Lwowna mit schon vernehmlicher, wacher Stimme. »Hier, Mamachen, gleich will ich. Da ist gerade eine Station.« Der Wagen hielt, im Fenster huschten rote Lichter und schwarze Schatten. Marinka erhob sich. »Gehen Sie nicht fort«, flüsterte Golizyn. »Es geht nicht, Mamachen wird böse sein.« Er hielt noch immer ihre Hand. Plötzlich führte er sie an seine Lippen und küsste sie dort, wo sonst niemand küsst, auf die innere Handfläche, die so warm, frisch und zart war, wie ein von der Sonne durchwärmter Blütenkelch. Für die Nacht setzte sich zu ihm wie immer Palaschka und am nächsten Morgen wieder Marinka. Frau Tolitschowa machte keine Schwierigkeiten und erlaubte ihrer Tochter, bei ihm zu sitzen, so viel sie wollte. Kam es daher, dass Nina Lwowna nicht schlief und alles hören konnte? Oder daher, dass Marinka sich nach dem gestrigen in ihr Schneckenhaus verkroch und auf der Lauer lag? Ihr Gespräch war gezwungen und unbedeutend. Sie erzählte von ihrem Leben in Tscherjomuschki. In ihrer Erzählung war alles einfach und alltäglich, aber sie mutete ihn wie ein uraltes Liebesmärchen an. Am Ende der Lindenallee mit den Krähennestern, dicht am Rande des Abhanges, über dem stillen Flüsschen Kaschirka, steht Großvaters Laube mit der halb ausgelöschten Inschrift auf dem Giebel. Hier will ich Ruhe finden. In dieser Laube las Marinka die Geheimnisse von Udolpho, der Frau Radcliffe, und die Leiden der Familie Ortenberg, des Herrn von Kotzebue. Sie las überhaupt gerne Gruseliges und Empfindsames, aber an Winterabenden, wenn im halbfinsteren Wohnzimmer das durch die vereisten Fenster dringende blaue Mondlicht sich mit dem rötlichen Schein des Lämpchens aus Mamas Schlafzimmer vermischte, sang ihre Cousine Adele zur Spinettbegleitung alte, so dumme und so zärtliche Lieder. Klagetöne des Klaviers drücken meinen Kummer aus, oder die Stunde schlug, wir müssen scheiden, auf immer voneinander gehen. So, lass mich weinen, lass mich leiden, Gott weiß, wann wir uns wiedersehen, und so fort. Und Marinka weinte beim Zuhören. Sie glaubte an alle Wahrsagekünste und Vorbedeutungen, die ihr die alte Kinderfrau Petrovna beibrachte. Wenn sie auf dem Fußboden einen Faden liegen sah, oder auf dem Sand einen Kreis von der Gießkanne, so trat sie um nichts in der Welt hin.
Sie wusste, dass, wenn aus dem brennenden Ofen Funken fliegen, Gäste kommen werden. Wenn aber der Hahn zu einer ungewohnten Zeit kräht, so muss man ihn aus der Steige nehmen und seine Beine betasten. Sind sie warm, so kommt eine Botschaft. Sind sie kalt, so gibt es eine Leiche. Sie war eine gute Hausfrau, viel besser als die Mama. Bei ihnen in Sapuchow war alles billig. Das Fleisch kostete 5 Kopeken das Pfund, junge Hühner 50 Kopeken das Paar, Gurken 40 Kopeken der Scheffel. Sie verstand die Gurken so gut einzulegen wie sonst niemand im ganzen Landkreise. Sie verstand sich auch gut auf allerlei Handarbeiten. Einmal brachte man ihnen frisch gekämmte und gewaschene feinste Schafwolle, von der, die die Schafe unten am Halse und an der Brust haben. Pelageja versteht ausgezeichnet zu spinnen, und es gab herrliche, weiche Wolle. Aber nur weiße und ohne Farbe kann man doch nicht sticken. Und was glauben Sie, sie färbt die Wolle selbst, und sogar nicht einmal schlecht, einen wunderschönen Fußteppich stickte sie mit ihr. »Tun Sie das absichtlich, Marinka?« fragte schließlich Golizyn lachend. Er konnte sich nicht länger beherrschen. »Was absichtlich?« »Ich rede von der Liebe, und Sie kommen mit den eingelegten Gurken und der Schafwolle.« Sie antwortete nichts. Sie biss sich nur in die Lippe, führte einen Finger an den Mund und zeigte mit dem Kopf dorthin, wo die Mutter saß. Als hätten sie schon ein gemeinsames Geheimnis. Worüber sie auch sprachen, in jedem Worte lag ein anderer, geheimer, wichtiger Sinn. Zuweilen verstummten sie und lächelten einander mit freudigem Erstaunen zu, wie bei einem seligen Wiedersehen nach einer langen Trennung. Und die beiden fühlten wieder wie gestern, dass sie, ob sie wollten oder nicht, einander unaufhaltsam immer näher kamen. Sie fürchtete ihn noch immer und misstraute ihm. Aber wenn er den durch die langen Wimpern ihrer gesenkten Augen schamhaft hindurchleuchtenden, liebevollen Blick auffing, glaubte er, dass diese Liebkose nicht mehr so wie gestern allen gelte, sondern ihm allein. »Was tue ich? Warum mache ich das arme junge Mädchen so verlegen?« sagte er sich zuweilen. Gleich darauf vergaß er aber wieder alles, berauscht vom Duft der Liebe, der dieses liebe Mädchen umhauchte, wie die Frische des Taus den blühenden Flieder. »Sie sollten doch Marinka heiraten, Golizyn«, hatte ihm Puschtschin gesagt. Damals hatte er es als einen Scherz aufgefasst. »Wir wollen doch aufs Schafott, und Sie reden vom Heiraten, Puschtschin.« »Für den Verheirateten ist es sogar lustiger, aufs Schafott zu gehen. Ihn wird wenigstens jemand beweinen. Nein, heiraten Sie doch wirklich. So erlösen Sie das Mädchen von diesem alten Gauner und Spitzbuben, dem Herrn Aquilonow.« Der Gedanke, dass Marinka den Aquilonow heiraten wird, war ihm selbst unangenehm. »Wenn man einen Falter in einem Spinnennetz sieht, will man ihn doch vor der Spinne retten. Wie ist das aber zu machen? In Petersburg wird er doch keine Zeit für Marinka haben. Dort erwartet ihn die Verschwörung, die Erhebung, der Sturz des Tyrannen, die Befreiung des Vaterlandes. Vielleicht wiegen aber die Schicksale der Reiche und Völker auf der Waage Gottes nicht mehr als das Schicksal einer einzelnen Menschenseele. Was ist Ihre Begegnung? Ein Wink des Schicksals oder ein Zufall? Wenn sie bloß ein Zufall ist, warum dann dieses Gefühl des Wiedererkennens, des ahnungsvollen Sich-Besinnens wie in einem alten Traume? Und wenn es das Schicksal ist, warum ist er dann so fest davon überzeugt oder will davon überzeugt sein, dass er sie wohl liebgewinnen könnte, sie aber niemals liebgewinnen werde, dass er in diesem unerfüllbaren Traume von Liebe und letzter Lebensfreude für alle Ewigkeit vom Leben Abschied nehme? So geht es dem Wanderer, der in der Wüste auf der Flucht vor einem wilden Tiere in einem Brunnen gesprungen ist. Er hängt an einem Ast, pflückt vom Strauche Himbeeren und verzehrt sie, ohne an das drohende Ende zu denken. Während er ihr so lebendiges Gesicht betrachtete, gedachte er eines anderen, Totengesichtes. Der Scheine der bei Tageslicht so düster leuchtenden Kerzen im weißen Brautkleid, die feine Schlanke, wie ein abgeschossener Pfeil davonfliegende 16-jährige Sofia Naryschkina im Sarge. Anmerkung des Übersetzers: Naryschkina, Sofia, natürliche Tochter Alexanders des Ersten und seiner Geliebten Maria Naryschkina, starb jung als Braut Valerian Golizyns. Ende der Anmerkung. Wo ich sei und wo mich hingewendet, als mein flüchtiger Schatten dir entschwebt, hab ich nicht beschlossen und geendet, hab ich nicht geliebet und gelebt?
ob ich den Verlorenen gefunden? Glaube mir, ich bin mit ihm vereint, wo sich nicht mehr trennt, was sich verbunden, dort, wo keine Träne wird geweint, Wort gehalten wird in jenen Räumen, jedem schönen, gläubigen Gefühl. Sie hatte Wort gehalten und wird auch jetzt Wort halten. Jene erste Liebe ist auch die letzte. Selbst wenn er Marinka liebte, würde er Sofja nicht untreu werden. Beide zusammen, die irdische und die himmlische, wie Himmel und Erde an ihrer letzten Grenze eins sind, so sind es auch Sofja und Marinka. Am Morgen des dritten Tages näherte sich der Wagen Petersburg. Als sie die letzte Station Pulkovo hinter sich hatten, wehte vom Meere her ein warmer Hauch. Das vereiste Fensterchen taute auf. Es fing gleichsam zu weinen an, und durch die Tränen hindurch schimmerte eine traurige, schneeverwehte Ebene, übersät mit sumpfigen Hügeln wie mit Gräbern eines Riesenfriedhofs. Und am Rande dieser weißen Ebene lagen schwarze Punkte. Das war Petersburg. »Nun leben Sie wohl, Fürst«, sagte Marinka. »Wir sind gleich da. Ich fahre zum Bräutigam und Sie zur Braut. Werden Sie sich meiner erinnern?« Er küsste ihr stumm die Hand, wieder auf die Handfläche, die so warm, frisch und zart war, wie ein von der Sonne durchwärmter Blütenkelch. »Werden Sie uns in Petersburg aufsuchen?« fragte sie leise. »Ja.« »Und wenn die Braut Sie nicht fortlässt?« »Ich habe ja gar keine Braut.« »Wirklich?« »Wirklich.« »Ihr Ehrenwort?« »Mein Ehrenwort. Und Sie, Marinka, haben keinen Bräutigam?« »Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch keinen.« Und sie lächelten wieder stumm einander zu. Sie besannen sich aufeinander und erkannten einander. »Ich könnte dich lieben«, sprach sein tiefer Blick. »Auch ich könnte es«, antwortete sie mit einem gleichen Blick. »Marie, was ist denn? Mach dich fertig, es ist Zeit. Palaschka, wo sind die Reisepässe? Wo hast du sie wieder hingetan? Ach, du abscheuliches Mädel«, brummte die Mama. Nun kamen lange Zäune, Gemüsegärten, Hütten, Läden und Herbergen. Endlich hielt der Wagen vor einem kleinen, niederen Gebäude, mit gelb getünchten, noch mit dem Sommerschmutz bespritzten Wänden und zwei gestreiften Schilderhäuschen zu beiden Enden des Schlagbaumes. Der Wagenschlag wurde aufgemacht und ein schnurrbärtiger Invalide blickte hinein. Der Wachoffizier visierte die Reisepässe und kommandierte dem Posten: »Hebt den Schlagbaum!« Der Schlagbaum ging in die Höhe. Und die Neleschance hielt ihren Einzug in Petersburg. Ende von Abschnitt 1. Abschnitt 2 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski, übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, der 14. Erster Teil, zweites Kapitel. Vom 27. November 1825 an, als man vom Ableben des Kaisers Alexander des Ersten erfuhr, wurde es in Petersburg ungewöhnlich still. Alles verstummte und erstarb, hielt gleichsam den Atem an. Die Theater waren geschlossen. Bei den Wachtparaden durfte keine Musik spielen. Die Damen legten Trauer an, in den Kirchen wurden Seelengottesdienste abgehalten. Das traurige Glockengeläute schwebte von früh bis spät über der Stadt. Anmerkung des Übersetzers: Alexander der Erste, 1777 bis 1825. Nach dem gewaltsamen Tode seines Vaters Paul dem Ersten am 11. März 1801 Kaiser von Russland. Da er nach seinem am 1. Dezember 1825 zu Danganrog erfolgten Tode keinen Erben hinterließ, sollte der Thron an seinen ältesten Bruder Konstantin übergehen, der jedoch zugunsten des folgenden Bruders Nikolai ohne Wissen des Letzteren verzichtet hatte. Die aus diesem Umstande in den ersten Dezembertagen 1825 entstandene Verwirrung wurde von einem Fähnlein Freiheitsschwärmer, später Dekabristen, Dezembermänner genannt, zu einem Aufstand ausgenutzt. Ende der Anmerkung. Russland leistete den Treueid Konstantin dem Ersten. Die Ukase wurden in seinem Namen gezeichnet. In der Münze prägte man Rubel mit seinem Bildnisse. In den Kirchen wurde für ihn gebetet.
Man erwartete ihn von Tag zu Tag, aber er kam nicht. Und in der Stadt gingen allerlei Gerüchte. Die einen sagten, er hätte auf den Thron verzichtet, die anderen, er hätte eingewilligt. Aber die Wahrheit blieb unbekannt. Zur Beruhigung der Hauptstadt wurde bekannt gegeben, dass die Kaiserin-Witwe einen Brief bekommen hätte, in dem seine Majestät seine baldige Ankunft in Aussicht stellte. Dann, dass der Großfürst Michail Pawlowitsch ihm schon entgegengefahren sei. Anmerkungen des Übersetzers: Michail Pawlowitsch, 1798 bis 1849, Großfürst, jüngster Sohn Pauls des Ersten, Oberbefehlshaber der Artillerie. Ende der Anmerkung. Aber die beiden Nachrichten erwiesen sich als falsch. Die Kuriere rasten aus Petersburg nach Warschau und aus Warschau nach Petersburg. Die Brüder tauschten Briefe aus, aber die Lage klärte sich nicht. Es wäre Zeit, diesem Austausch von Liebenswürdigkeiten ein Ende zu machen, brummten die Würdenträger. Wann werden wir endlich erfahren, wer bei uns Kaiser ist? Entrüstete sich Kaiserin Maria Fjodorowna, der die Geduld riss. Anmerkung des Übersetzers: Maria Fjodorowna, 1759 bis 1829, Kaiserin-Witwe, Mutter Alexanders. Ende der Anmerkung. Wir haben auf dem Throne einen Sarg stehen, tuschelten die treuen Untertanen mit stillem Entsetzen. Am Tage nach der Vereidigung erschienen in den Schaufenstern der Läden auf dem Newski-Prospekt Bildnisse des neuen Kaisers. Die Leute drängten sich vor den Fenstern. Auf den Bildern sah er hässlich aus. In Wirklichkeit war er aber noch hässlicher. Er war stutznäsig wie Paul der Erste, hatte große, trübblaue, hervorquellende Augen, gerunzelte Brauen aus dichten Büscheln hellblonder Haare, die gleichen Haarbüschel über dem Nasenrücken. In Augenblicken des Zorns sträubten sie sich wie Borsten, lange Arme, die wie bei einem Affen bis unter die Knie reichten. Man hatte den Eindruck, dass er auch auf allen Vieren gehen könne. Er glich ganz einem großen, menschenähnlichen Affen. Man erinnerte sich, wie sich die Großmutter, Kaiserin Katharina die Große, über das zügellose und ehrlose Benehmen des Enkels beklagte. Überall, sogar auf der Straße, benimmt er sich so unanständig, dass ich immer erwarte, jemand werde ihn verprügeln. Ich begreife gar nicht, wie er zu diesem gemeinen Sanktkulottismus kommt, der ihn vor allen erniedrigt. Seine Briefe an seinen Lehrer, den Franzosen de la Harpe, unterschrieb er mit L'Arme Constantin. Aber er war gar nicht dumm. Er stellte sich nur närrisch, damit man ihn mit der Krone in Ruhe lasse. Despotischer Sturmwind nannte man ihn in seiner Umgebung. Bei einer Truppenparade scheute einmal sein Pferd. Er zog seinen Pallasch und richtete damit das Tier so zu, dass es beinahe verendete. So ein Pferd sollte nun Russland sein. Konstantin aber sein rasender Reiter. Man hoffte übrigens, dass er aus angeborenem Ekel auf die Regierung verzichten werde. »Man wird mich erdrosseln, wie man meinen Vater erdrosselt hat«, pflegt er mit einem gehässigen Lächeln zu sagen. »Ich kenne euch, Kanaillen. Jetzt schreit ihr Hurra. Wenn man mich aber auf die Richtstätte führt und euch fragt, ob man mich hinrichten soll, werdet ihr alle schreien, ja!« Man erzählte sich, dass es ihm, als er das Manifest von seiner Thronbesteigung las, so schlecht wurde, dass man ihn zur Ader lassen musste. »Wollen die Narren mich vielleicht zum Zaren anwerben, wie man Rekruten anwirbt?« schrie er in seiner Wut. »Ich will nicht. Ihr habt euch selbst die Suppe eingebrockt. Löffelt sie auch selbst aus.« Als man es in Petersburg hörte, entrüstete man sich allgemein. »Man darf doch nicht mit der Thronfolge wie mit einem Privateigentum spielen«, sagten die einen. »Warum denn nicht?« entgegneten die anderen. »In Russland darf man alles. Wir sind ja feig. Wenn man uns nur mit Arrest auf der Hauptwache droht, so fügen wir uns gleich.« »Wollen wir wetten, wem die Hammel zufallen?« fragten die Witzlinge. »Was für Hammel?« »Wir! Treibt man uns denn nicht von einem Treuei zum anderen wie eine Hammelherde?« Man diskutierte auch die Frage, wer besser sei. Konstantin oder Nikolai. Anmerkung des Übersetzers: Konstantin, Großfürst, zweiter Sohn Pauls des Ersten, 1779 bis 1831,
galt bei Lebzeiten Alexanders des Ersten als Thronfolger. Statthalter in Polen, floh 1831 während des Aufstandes aus Warschau und starb zu Witebsk an der Cholera. Ende der Anmerkung. Kaiser Paul I. hatte Nikolai im Alter von 5 Monaten zum Chef der Leibgardekavallerie mit dem Range eines Generalleutnants ernannt. Anmerkung des Übersetzers. Paul I., geboren 1745, Sohn Katharina der Großen und angeblich Peters des Dritten, Kaiser 1796 bis 1801, wohl die traurigste Periode der russischen Geschichte, wurde in der Nacht auf den 11. März 1801 wohl mit Wissen der Familie ermordet. Ende der Anmerkung. Der Junge schlug, noch ehe er gehen lernte, die Trommel und fuchtelte mit seinem kleinen Säbel. Als er größer wurde, sprang er oft nachts aus dem Bett, um mit dem Gewehr Posten zu stehen. Er hatte außer für Soldaten für nichts Interesse. Der Erzieher des Großfürsten, Lambsdorff, schlug die Jungen mit einem Ladestock auf die Köpfe, so dass sie bewusstlos wurden. Anmerkung des Übersetzers. Lambsdorff, Graf Matwej Iwanowitsch, 1745 bis 1828, Gouverneur von Kurland, später Erzieher der Großfürsten Konstantin und Nikolai. Ende der Anmerkung. Gott verzeihe ihm die dürftige Erziehung, die wir erhalten haben, pflegte später Nikolai selbst zu sagen. Niemals hatte er an die Thronfolge gedacht. Bis zu seinem 20. Lebensjahre übte er auch gar keine Amtstätigkeit aus, und seine ganze Weltkenntnis stammte aus den Antichambres und dem Sekretärzimmer im Schlosse. Rasend wie Pavel und rachsüchtig wie Alexander. Allerdings klug. Aber seine Klugheit fürchtete man noch mehr. Je klüger, umso bösartiger. Er war im preußischen Militärstatut vollkommen bewandert und überhaupt ein Deutscher. Man prophezeite, dass nach seiner Thronbesteigung die Deutschen Russland, das schon ohnehin ein beinahe erobertes Land war, gänzlich überschwemmen würden. Konstantin ist ein Tier, Nikolai eine Maschine. Was ist besser, Tier oder Maschine? Ende von Abschnitt 2. Abschnitt 3 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski. Übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, Der 14. Erster Teil, drittes Kapitel. Im Saale des Reichsrates im Winterpalais zwischen dem Generaladjutantenzimmer und den professorischen Gemächern des Großfürsten Nikolai Pawlowitsch war es um 8 Uhr früh noch so finster wie in der Nacht. Die hohen, auf den Hof hinausgehenden Fenster gähnten schwarz und undurchdringlich. Der schwarz-gelbe Nebel schien wie ein beißender, erstickender Rauch durch die Fenster und Mauern einzudringen. Die Wachskerzen, die in schweren Kandelabern auf dem langen, mit grünem Tuch bedeckten Tische mit trüben Flammen brannten, beleuchteten nur die Mitte des Saales, während die Winkel im Dunkel verschwanden. 2 große, einander gegenüberhängende Bildnisse von Katharina II. Und Alexander I. traten geheimnisvoll und durchsichtig aus dem Dunkel hervor, und Großmutter und Enkel schienen sich mit dem gleichen schelmischen und spöttischen Ausdruck anzulächeln. Die alten Würdenträger in Puderperücken, Escarpins und goldgestickten Uniformen irrten wie Schatten umher, traten zueinander, tuschelten und flüsterten. In der finstersten Ecke saßen aber stumm und unbeweglich wie 3 leblose Statuen, 3 dem Grabe entstiegene Tote. Der 70-jährige Minister des Innern Lanskoi. Anmerkung des Übersetzers. Lanskoi, Graf Sergej Stepanowitsch, 1787 bis 1862. Minister des Inneren, nahm großen Anteil an den liberalen Bestrebungen Alexanders I. in der ersten Periode seiner Regierung. Ende der Anmerkung. Der 80-jährige Minister für Volksaufklärung Schischkow. Anmerkung des Übersetzers. Schischkow, Alexander Semjonowitsch, 1753 bis 1841. Admiral, Präsident der Akademie, Minister für Unterricht, Dichter und Philologe, äußerst reaktionär. Ende der Anmerkung. Und der General Arakcheyev,
der unsterblich und ohne Alter schien. Anmerkung des Übersetzers: Arakcheev, Graf Alexei Andrejewitsch, 1769 bis 1834, Jugendfreund und Kriegsminister Alexanders I., war in der zweiten Regierungshälfte des Letzteren der eigentliche Beherrscher Russlands, wurde von Nikolai I. entlassen. Ende der Anmerkung. Nach der Ermordung der Nastassja Minkina war er heute zum ersten Male bei Hofe erschienen. Der Tod des Mädels nahm ihm jede Fähigkeit, sich mit Staatsgeschäften zu befassen. Aber das Hinscheiden des Kaisers gab ihm diese Fähigkeit wieder, sagte man von ihm. Alle wussten schon, dass aus Warschau ein Kurier mit dem endgültigen Verzicht des Thronfolgers angekommen war und dass heute das Manifest von der Thronbesteigung Nikolais I. unterzeichnet werden sollte. Man erwartete von Minute zu Minute den Fürsten Alexander Nikolajewitsch Golizin mit der Reinschrift des Manifestes. Anmerkung des Übersetzers: Golizin, Fürst Alexander Nikolajewitsch, 1774 bis 1844, Jugendfreund Alexanders I., Oberprokurator des Synods, 1817 bis 1824 Minister für Kultus und Unterricht. Ende der Anmerkung. So oft die Tür aufging, blickten alle hin, ob er es schon sei. Ein schlanker, ehrwürdiger, schöner Greis mit ergrauten Haaren, die heraufgekämmt waren, um die Glatze zu verdecken, mit einem länglichen, feinen, blassen Gesicht und zwei schmerzlichen Falten am Munde, in denen Melancholie und Empfindsamkeit lagen, ganz still, sanft, herbstlich und abendlich. Nikolai Michailowitsch Karamsin stand am Kamin und wärmte sich. Anmerkung des Übersetzers: Karamsin, Nikolai Michailowitsch, 1766 bis 1826, bedeutender Historiker und Dichter, kaiserlicher Hofhistoriograf, extrem konservativ. Berühmt war seine Novelle Die arme Lisa. Ende der Anmerkung. Alle diese Tage war er krank. Meine Nerven beben furchtbar. Alles ermüdet mich wie ein kleines Kind, klagte er. Der Tod des Kaisers hatte ihn wie der Tod eines Freundes, eines geliebten Bruders getroffen. Noch schmerzlicher berührte ihn die Gleichgültigkeit aller gegen diesen Tod. Alle denken nur an sich, an Russland denkt niemand. Alles verletzte, quälte und beleidigte ihn. Er wollte grundlos weinen. Er kam sich wie die alte, arme Lisa vor. Nikolai beauftragte ihn, das Manifest von seiner Thronbesteigung zu verfassen. Sein Entwurf gefiel aber nicht. Möge Russland die Glückseligkeit friedlicher Bürgerfreiheit und der Ruhe unschuldiger Herzen genießen. Diese Worte gefielen nicht. Er musste sie ändern. Er änderte den Satz ab, aber auch die neue Fassung gefiel nicht. Mit der Abfassung des Manifestes wurde nun Speranski betraut. Anmerkung des Übersetzers: Speranski, Michail Michailowitsch, 1772 bis 1839, Freund Alexanders I. und bedeutender Staatsmann, nahm großen Anteil an den Reformbestrebungen dieses Kaisers, geriet 1812 in Ungnade und wurde verbannt, 1816 wieder begnadigt, wurde von Nikolai I. mit der Schaffung eines Gesetzbuches betraut und bekam von ihm den Grafentitel. Ende der Anmerkung. Karamsin fühlte sich gekränkt, blieb aber dennoch im Palais. Er sprach von den Gründen der allgemeinen Unzufriedenheit und von den Maßregeln, die man zum Wohle des Vaterlandes ergreifen sollte. Niemand aber hörte auf ihn, und er verstummte und trat zur Seite. Das Leben ist zu Ende, zu Ende. Es ist Zeit zu sterben. So lachte und weinte er über die alte, arme Lisa. Am Kamin stehend beobachtete er alles mit traurigen und nachdenklichen Blicken. Ich sehe auf alles wie auf fliehende Schatten, pflegte er zu sagen. In der Nähe flüsterten zwei greise Würdenträger. Wir werden sie doch hoffentlich nicht verlieren, fragte der eine. Gott allein weiß, was mit uns sein wird, antwortete der andere achselzuckend. Neulich setzte uns Pjotr Petrowitsch beim Souper Champagner vor. Trinken wir, sagte er, man weiß nicht, ob wir morgen noch leben. Euer Exzellenz trauern noch immer, wandte sich an Karamsin der Oberkammerherr Alexei Lwowitsch Naryschkin. Anmerkung des Übersetzers: Naryschkin,
Alexander Lwowitsch, 1760 bis 1826, Oberhofmarschall, Direktor der Kaiserlichen Theater. Seine Frau Maria Antonowna war Geliebte Alexanders I. Ende der Anmerkung. Er strahlte in Gold und Brillanten und hatte ein majestätisch freundliches und unbedeutendes Gesicht mit dem gezierten Lächeln der alten Würdenträger vom Hofe Katharinas. Er war ein lustiger Patron und scherzte selbst dann, wenn es den anderen gar nicht zum Scherzen war. »Nicht ich allein, ganz Russland«, begann Karamsin. »Lassen wir lieber Russland aus dem Spiel«, unterbrach ihn Naryschkin mit einem feinen Lächeln. Vorhin, während des Trauergottesdienst, waren die Droschkenkutscher auf dem Schlossplatz gar zu übermütig geworden. Man schickte jemand hinaus, um ihnen zu sagen, sie sollten sich doch schämen zu lachen, wo alle den Verstorbenen beweinen. »Was sollen wir ihn beweinen?«, sagten sie darauf. »Er hat lange genug regiert, nun ist's genug.« »Da haben Sie Russland.« Das bleiche Gesicht Karamsins flammte auf. »Ich wage zu hoffen, Exzellenz, dass sich in Russland noch Menschen finden, die die Schuld des Dankes bezahlen.« »Hören Sie auf, mein Lieber, wer zahlt heute seine Schulden? Was mich betrifft, so werde ich erst auf dem Sterbebette sagen. Célèbre mieux d'être, cachepé à la nature«, antwortete Naryschkin lachend. »Macht man denn so eine so wichtige Sache? Sie haben alle Papiere durcheinander gebracht. Sie haben keinen Zaren im Kopfe«, Anmerkung des Übersetzers. Russische Redensart, so viel wie nicht bei Trost sein. Ende der Anmerkung, schrie ein böser Zwerg mit einem kalmücken Gesicht, der Justizminister Lobanow-Rostowski den stellvertretenden Staatssekretär Olenin an, der an eine altersgraue Ratte erinnerte. »Was sagt er? Man hat keinen Zaren«, fragte Fürst Lopuchin, Präsident des Reichsrates und des Ministerkomitees, Ritter des Großkreuzes des Malteserordens, der sich verhört hatte. Er war ein schlanker, großer und majestätischer Greis, geschminkt und gepudert, mit einem künstlichen Gebiss und dem Lächeln eines Satyrs. Er litt an Schwerhörigkeit, die in den letzten Tagen infolge der Aufregung noch stärker geworden war. »Er hat gesagt, Olenin hätte keinen Zaren im Kopf«, schrie ihm Naryschkin ins Ohr. »Was haben Sie denn geglaubt?« »Ich glaubte, Russland hätte keinen Zaren.« »Ja, vielleicht hat auch Russland keinen«, versetzte Naryschkin mit dem gleichen feinen Lächeln. »Am erstaunlichsten ist aber dieses, meine Herren. Es ist wohl schon einen Monat her, dass wir ohne einen Zaren sind, und dabei geht alles doch ebenso gut und schlecht seinen Gang wie früher.« »Immer noch dieser Unsinn! Man spielt noch immer Ball«, fuhr Lobanow zu schreien fort. Anmerkungen des Übersetzers. Lobanow-Rostowski, Fürst Dmitri Iwanowitsch, 1758 bis 1838, General, war 1817 bis 1827 Justizminister. Ende der Anmerkung. »Was für ein Ball!«, fragte Lopuchin, der wieder nichts verstanden hatte. »Na, das kann man ihm nicht ins Ohr schreien«, bemerkte Naryschkin abwehrend. Dann wandte er sich leise an Karamsin. »Haben Sie das vom Ball schon gehört?« »Nein.« »Pendant qu'une jours en joue la couronne de Russie, au ballon en se la rend voyant mutilement.« Diesen Witz machte neulich der französische Gesandte Laferronet. Dieser Witz ist gar nicht übel, wird aber wohl kaum in die Geschichte des Russischen Reiches aufgenommen werden. Lopuchin lauschte gespannt hin. Als er den Namen Laferronet hörte, begriff er wohl, wovon die Rede war, und fing ebenfalls zu lachen an, wobei die gleichmäßigen weißen Zähne seines künstlichen Gebisses sichtbar wurden und aus seinem Munde ein Hauch von Moder kam, wie aus dem einer Leiche. »Nun, was macht Ihr Rheumatismus, Nikolai Michailowitsch?«, fragte mit angenehmer, heiserer Stimme ein etwa 60-jähriger Mann mit einem ziemlich abgetragenen Frack, mit zwei Ordenssternen, mit einem Kranz grauer Locken um den kahlen Schädel, einem fast milchweißen Gesicht und blauen, feuchten, sich langsam bewegenden Augen. Es war Michail Michailowitsch Speransky. »Mir aber setzen die Hämorrhoiden furchtbar zu«, fuhr er fort, ohne eine Antwort abzuwarten. Darauf holte er aus einer Dose mit zwei langen Fingern seiner ungewöhnlich vornehmen Hand eine Prise Laferme-Tabak, stopfte sie in die Nase, wischte diese mit einem rotseidenen Tuch von zweifelhafter Sauberkeit ab. In Bezug auf saubere Wäsche war er etwas geizig,
und sprach mit einem selbstzufriedenen Lächeln: Was wäre ich für ein Kerl, wenn ich nicht Tabak schnupfte? Nun ist das Manifest fertig, Exzellenz, fragte Karamsin, der ihm zu verstehen geben wollte, dass er sich nicht verletzt fühle und ihn nicht beneide. Speranski richtete auf ihn langsam seine Augen und antwortete mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln auf den feinen Lippen: Ach, sprechen Sie nicht davon. Das Manifest wächst mir schon zum Halse heraus. Wie soll man das Notwendige sagen? Wie soll man dem Volke die Familienabmachungen erklären? Nikolai verzichtet zugunsten Konstantins und Konstantin zugunsten Nikolais. Nicht hin und nicht her. Was sollte man denn machen? Das Testament nicht öffnen und die ganze Suppe nicht einbrocken. Sich über den Willen des Toten hinwegsetzen? Tote haben keinen Willen. Es sind grausame Worte, Exzellenz. Grausame Worte sind besser als grausame Taten. Man darf nicht mit der legitimen Thronfolge wie mit einem Privateigentum spielen. Wenn der verstorbene Kaiser sein Vaterland, das ihm im Jahre 1812 so unwiderlegbare Beweise seiner Ergebenheit geliefert hat, nur einigermaßen liebte, wie konnte er dann Russland in eine solche Lage versetzen? Aber was soll man reden? Die letzten 10 Jahre übertreffen alles, was wir vom eisernen Zeitalter gehört haben. Vielleicht ist aber auch alles zum Besten, wie Euer Exzellenz zu sagen belieben. Karamsin schwieg. Die Kränkung für seinen Freund, seinen geliebten Bruder, brannte ihm auf den Herzen, und er hielt nur mit Mühe die Tränen zurück. Er lehnte sich gegen den Marmor des Kamins, ließ den Kopf sinken und bedeckte die Augen mit der Hand. »Ist Ihnen nicht ganz wohl, Exzellenz?« fragte Speranski. »Ja, ich habe Kopfweh. Wahrscheinlich sind es die Nerven. Meine Nerven sind immer erregt.« »Das haben heute alle.« »Es kommt vom Wetter«, versetzte Speranski. »Kennen Sie übrigens ein ausgezeichnetes Mittel zur Kräftigung der Nerven? Statt Tee eine kalte Abkochung aus Millefolium mit bitteren Kamillen.« »Millefolium? Millefolium?« wiederholte Karamsin mit einem schmerzlichen Lächeln. In diesem Worte lag etwas unangenehm Süßliches, Ekelerregendes, und es blieb ihm wie ein nicht heruntergeschlucktes Klümpchen in der Kehle stecken. Und es schien ihm, dass auch Speranski selbst mit seinem erstaunlich weißen, fast milchweißen Gesicht und den feuchten, blassblauen Augen, den Augen eines verendenden Kalbes, ganz wie Millefolium sei. Er machte eine Anstrengung, schluckte das Klümpchen hinunter und nahm die Hände von den Augen. »Ja, alles ist zum Besten, Exzellenz, wenn auch nicht im Sinne dieser Welt«, versetzte er mit einem stillen Lächeln. »Es gibt einen Gott. Also können wir ruhig sein.« »Sie haben recht, Nikolai Michailowitsch. Wir können ruhig sein«, entgegnete Speranski lächelnd. »Ich habe immer gesagt, die Providentia et hominum, confusione rutenia ducitur.« »Wie? Was haben Sie gesagt?« »Russland wird durch Gottes Vorsehung und menschliche Dummheit geleitet.« Karamsin schloss wieder die Augen. Er wollte weinen und zugleich lachen. »Wir sind beide nett«, dachte er sich, »in einem solchen Augenblick, wo sich das Schicksal des Vaterlandes entscheiden soll, weiß der russische Gesetzgeber nichts anderes zu tun, als zu lachen, und der russische Historiker nichts anderes, als zu weinen. Das Leben ist zu Ende. Es ist Zeit zu sterben, alte arme Lisa.« Die Türe zum Generaladjutantenzimmer ging auf, und alle sahen wieder hin. Mit einem großen Portefeuille in der Hand kam der kleine, dicke, kugelrunde Fürst Alexander Nikolajewitsch Golizin ins Zimmer gerollt. »Nun ist das Manifest fertig«, wandten sich alle an ihn. »Was für ein Manifest«, fragte er, als verstünde er nichts. »Aber Durchlauch, die ganze Stadt weiß es.« »Um Gottes Willen, meine Herren, es ist ein Staatsgeheimnis.« »Schon recht, wir werden es nicht verraten. Sagen Sie nur das eine, ist es fertig?« »Es ist fertig. Kommt gleich zur Unterschrift.« »Gott sei Dank!« Alle atmeten erleichtert auf. In der dunklen Ecke regten sich die 3 gebrechlichen Schatten. Araktschejew schlug langsam ein Kreuz. Aber am gegenüberliegenden Ende des Saales ging eine andere Tür auf, die zu den provisorischen Gemächern des Großfürsten Nikolai Pawlowitsch führte.
und der Generaladjutant Benkendorf glitt sporenklirrend über das Parkett wie über Eis. Leicht, beschwingt, flatternd. Man hätte glauben können, dass er an Händen und Füßen kleine Flügel habe, wie Gott Merkur. Anmerkung des Übersetzers. Benkendorf, Graf Alexander Christophorowitsch, 1783 bis 1844. Generaladjutant Alexanders des Ersten. Unter Nikolai dem Ersten, allgewaltiger Chef der Gendarmerie. Ende der Anmerkung. Glatt, adrett, sorgfältig gewaschen und rasiert, funkelnd wie eine neue Münze. Jung unter den Alten, lebendig unter den Toten. Bei seinem Anblick begriffen alle, dass das Alte zu Ende sei und dass etwas Neues beginne. Der Morgen kam. Der erste Tag der neuen Regierung. Ein schrecklicher, finsterer, nächtlicher Tag brach an. In den schwarzen Fensteröffnungen dämmerte allmählich ein fahles Licht. Und auch die Gesichter erschienen fahl wie bei Leichen. Es war, als müssten die gebrechlichen Schatten zu Staub zerfallen. Wie Rauch verschwinden. So, dass nichts zurückbliebe. Ende von Abschnitt 3. Abschnitt 4 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski. Übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, Der 14. Erster Teil, 4. Kapitel. Stabshauptmann in der Adelskompanie der Leibgarde, Romanow der Dritte. Schmatz! So pflegte der Großfürst Nikolai Pawlowitsch in seiner Jugend scherzweise die Billets an seine Freunde und auch Regimentsbefehle zu unterschreiben. Dasselbe pflegte er manchmal zu sagen, wenn er allein im Zimmer vor dem Spiegel stand. Am finsteren Morgen des 13. Dezember saß er am Rasiertischchen vor dem von zwei Wachskerzen flankierten Spiegel. Er warf einen Blick auf sein Spiegelbild und sprach den gewohnten Gruß. Stabshauptmann Romanow der Dritte, untertänigsten Respekt eurem Wohlgeboren, Schmatz. Er wollte noch hinzufügen, braver Kerl, sagte es aber nicht, sondern dachte sich, so mager und blass bin ich geworden, der arme Nixe, armer Kerl, pauvre diable, je deviens transparent. Mit seinem Äußeren war er überhaupt zufrieden. Apollo von Belvedere nannten ihn die Damen. Trotz seiner 27 Jahre war er noch immer so schmächtig wie ein Knabe. Lang, biegsam und schlank wie eine Weidenrute. Ein schmales Gesicht, ganz Profil. Ungewöhnlich regelmäßige, wie aus Marmor gemeißelte, aber unbewegliche und starre Züge. Wenn er ins Zimmer tritt, so sinkt im Thermometer das Quecksilber, hatte von ihm jemand gesagt. Dünne, leicht gelockte, rotblonde Haare, eben solche Koteletts an den eingefallenen Wangen, tiefliegende, dunkle, große Augen, eine geschwungene Nase, eine steil abfallende, gleichsam abgeschnittene Stirn, vorstehende Unterkiefer. Sein Gesichtsausdruck war so, als ob er immer schlechter Laune wäre, als sei er gegen jemand aufgebracht, oder als hätte er Zahnschmerzen. Ein Apollo, der Zahnweh hat. Dieser Scherz der Kaiserin Elisaweta Alexejewna fiel ihm ein, als er sein mürrisches Gesicht im Spiegel erblickte. Es fiel ihm auch ein, dass er die ganze Nacht vor Zahnweh nicht hatte schlafen können. Er befühlte den Zahn mit dem Finger. Er tut weh. Nur, dass die Backe nicht anschwillt. Soll er denn den Thron mit einer geschwollenen Backe besteigen? Er ärgerte sich noch mehr und wurde ganz böse. »Dummkopf, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du den Seifenschaum ordentlich schlagen sollst!« schrie er den Generaladjutanten Wladimir Fjodorowitsch Adlerberg oder einfach Fjodoritsch an, der bei ihm auch das Amt eines Kammerdieners versah. »Auch das Wasser ist kalt, das Messer ist stumpf!« Er schob den Napf weg und warf das Rasiermesser auf den Tisch. Fjodoritsch machte sich stumm, mit dem Rasierzeug zu schaffen. Schwarz, voll und weich wie Watte, erweckte er den Eindruck eines plumpen Bären, war aber in Wirklichkeit flink und geschickt. »Nun, wie hat Sascha geschlafen?« fragte Nikolai, als er sich ein wenig beruhigt hatte. »Seine Hoheit, der Thronfolger, haben ausgezeichnet geschlafen,« antwortete Adlerberg. »Seit heute früh weint er aber, weil er nicht mehr im Manitschkin-Palais ist und seine Pferdchen nicht mehr hat.« »Was für Pferdchen?«
Die Holzpferdchen. Sie sind im Anitschkin-Palais geblieben. Nein, er beweint nicht die Pferdchen, sondern seinen unglücklichen Vater. Er ahnt wohl Unheil, dachte sich Nikolai. Wo geruhen Hoheit heute das Diner einzunehmen? Fragte Adlerberg. Im Anitschkin-Palais, Fjodoritsch, zum letzten Male im Anitschkin-Palais, antwortete Nikolai mit einem Seufzer. Es fiel ihm ein, wie er sich einst danach sehnte, sich ins Privatleben zurückzuziehen und in der Einsamkeit die Freuden des Familienlebens zu genießen. Wenn dich jemand fragt, in welchem Winkel der Welt das wahre Glück wohnt, so tue ihm den Gefallen und schicke ihn ins Anitschkinische Paradies, pflegte er seinem Freund Benkendorf mit der gefühlvollen Miene zu sagen, die er von seiner Mutter, der Kaiserin Maria Fjodorowna, geerbt hatte. Nach dem Tode seines Bruders Alexander war er aus dem Anitschkin-Palais ins Winterpalais gezogen und wohnte hier in strenger Abgeschlossenheit, wie unter Arrest, da er es für unpassend hielt, sich öffentlich zu zeigen. Er richtete sich ein Arbeits- und Schlafzimmer in der neben dem Saale des Reichsrates gelegenen Bibliothek ein, in den einstigen Gemächern des Königs von Preußen, in einem Zimmer, das durch einen dunklen Korridor mit dem Reichsratssaal verbunden war. Er wohnte hier wie auf einem Biwak. Das Zimmer war rund, ganz ohne Ecken. Das schmale Feldbett stand ungemütlich neben einem der Glasschränke. Die Ledermatratze war mit Heu gefüllt. An dieses spartanische Lager hatte ihn die Großmutter gewöhnt. Auf dem Boden lag der offene Reisekoffer mit noch nicht ausgepackten Kleidern und Wäsche. Der einzige Luxusgegenstand in diesem Zimmer war ein Toilettentisch aus Mahagoni. Auf den Fächern vor dem Spiegel lagen Bürsten und Kämme und stand ein Fläschchen Parfüm de la Cour. Gleich daneben waren auf einem eigenen Gestell Gewehre, Pistolen, Säbel, Degen und ein Cornet à Piston untergebracht. Als er mit dem Rasieren fertig war, zog er den alten Uniformmantel, der ihm als Morgenrock diente, aus und legte die dunkelgrüne Generalsuniform des Ismailowschen Regiments mit rotem Unterfutter und goldgestickten Eichenlaub an. Vor dem Spiegel stehen zog er sich so lange, langsam und sorgfältig an, wie eine junge Schöne für den ersten Ball. Er betrachtete und ordnete jedes Fältchen. Mit Adlerbergs Hilfe knöpfte er alle Knöpfe zu und schloss alle Haken und Ösen. In der Uniform wurde er noch länger und schlanker und bekam eine gewölbte Brust und eine Wespentaille. Ganz wie ein preußischer Korporal. Er könnte gleich zur Potsdamer Wachtparade gehen. Nach dem Ankleiden verließ Fjodoritsch das Zimmer, und Nikolai kniete vor dem heiligen Bilde nieder. Er bekreuzigte sich schnell, nur wenig mit der Hand ausholend, und verneigte sich so, dass seine Stirne den Boden berührte. Nachdem er die festgesetzten Gebete gesprochen hatte, wollte er auch etwas aus dem eigenen hinzufügen. Aber es fiel ihm nichts ein. Er hatte keine eigenen Worte. Er glaubte an Gott. Wenn er aber an ihn dachte, stellte er sich nur ein schwarzes Loch vor, wo es streng und etwas unheimlich ist, wie Kaiser Paul I. von der Disziplin in der russischen Armee zu sprechen pflegte. Man mag beten und rufen, so viel man will, aus dem Loche wird doch niemand antworten. Er erhob sich und setzte sich in einen Sessel. Er fühlte sich krank und zerschlagen. In der Nacht hatte er schlecht geschlafen und einen unangenehmen Traum gehabt. Es träumte ihm, dass ihm ein großer, krummer Zahn gewachsen sei. Die Großmutter sagte, man müsse den Zahn ziehen. Er fürchtet sich, weint, läuft weg und versteckt sich. Aber sein Erzieher Lamster verfolgt ihn mit einer großen Rute in der Hand. Gleich wird er ihn erwischen und ihm die Rute geben. Plötzlich ist Lamster nicht mehr Lamster, sondern sein Bruder Konstantin. Er flieht vor ihm, zu der alten Wärterin, der Engländerin Lyon, und bittet sie, sie möchte ihm die Rute geben. Er weiß, dass er der Strafe sowieso nicht entgehen wird. Ihre Schläge tun aber weniger weh. Plötzlich ist die Wärterin nicht mehr die Wärterin, sondern er hat es schon vergessen. Er wusste nur noch, dass der Traum ein übles Ende gehabt hatte. Der Traum kann prophetisch sein, ging es ihm durch den Sinn. Nicht umsonst hatte er den Bruder Konstantin immer so gefürchtet, als hätte er geahnt, dass jener so viel Unheil anstellen wird. Nicht umsonst hatte ihn jener noch im Mutterleibe verhöhnt. Niemals habe ich einen solchen Bauch gesehen, da ist für Viere Platz, hatte das Söhnchen über die Mutter gespottet, als sie mit Nikolai schwanger war. Er verhöhnte ihn auch später sein ganzes Leben lang,
Er nannte ihn mit dem Beinamen des heiligen Nikolaus, Zarewitsch von Myra in Lykien. Er pflegte zu sagen, um nichts in der Welt will ich regieren, denn ich fürchte die Revolution. Und du, Zarewitsch von Myra in Lykien, fürchtest du sie nicht? Revolution ist dasselbe wie ein Gewitter. Und er erinnerte ihn daran, wie er als Kind, wenn es donnerte, den Kopf unter das Kissen zu stecken pflegte. Ich bin feig und weiß, dass ich feig bin. Du tust zwar sehr tapfer, bist aber noch feiger als ich. So hat er ihn auch jetzt auf den Thron gestoßen und macht sich über ihn noch lustig. Wollen wir mal sehen, wie du dich aus dieser dummen Affäre ziehst, du Parvenu von einem Kaiser. Nikolai schrieb ihm freundliche Briefe, nannte ihn seinen Wohltäter, flehte ihn an und erniedrigte sich vor ihm. Ich falle dir zu Füßen, teurer Konstantin, und flehe dich an, erbarme dich des Unglücklichen. Dabei dachte er sich aber zähneknirschend, gemeiner Hanswurst, verdammter Sansculotte, was macht er mit mir? Dafür müsste man ihn mindestens erschlagen. Jeden Morgen nach dem Gebet pflegte er auf dem Cornet à Pistons den Zapfenstreich zu blasen. Er hielt sich für einen Musiker und komponierte gerne Militärmärsche. Beim Potsdamer Manöver hatte er meisterhaft alle Signale geblasen, während die Kompanie seiner Hoheit des Kronprinzen von Preußen exerzierte. Er nahm das Cornet à Piston, führte es an die Lippen, blähte die Backen, brachte aber nur einen schwachen, klagenden Ton hervor und legte das Instrument zur Seite. Nein, es ist genug. Jetzt hat er an anderes zu denken. Er seufzte schwer und fühlte wieder Mitleid mit sich selbst. Pauvre Diable, armer Kerl, armer Nixe. Fjodoritsch, Tee. Augenblicklich, Hoheit. Morgens trank er sonst immer Tee mit Sahne und Semmeln aus Butterteig. Diesmal nahm er aber nichts dazu. Er hatte keinen Appetit. Benkendorf meldete Golizin. Mit dem Manifest? Zu Befehl, ja, Hoheit. Ich lasse bitten. Golizin kam in Begleitung Lopuchins und Speranskis. Fertig? Fertig, Hoheit. Golizin reichte ihm die Reinschrift des Manifestes. Ich bitte die Herren Platz zu nehmen, sagte Nikolai und fing an, das Manifest laut zu lesen. Wir verkünden allen unseren treuen Untertanen mit wehmütigen Herzen den unerforschlichen Ratschlüssen des höchsten Gehorsam. Er sah Speranski nicht an, fühlte aber auf sich seinen Blick. Dieser allzu klare und durchdringende Blick machte ihn immer verlegen. Er hielt Speranski für einen abgefeimten Jakobiner. Nicht umsonst hatte ihn der verstorbene Kaiser verbannt und beinahe als Staatsverräter hinrichten lassen. Dem darf man keinen Finger in den Mund legen, dachte von ihm Nikolai. Und wie unterwürfig und respektvoll sich jener auch benahm, hatte er doch immer das Gefühl, dass er über ihn wie über einen kleinen Jungen lache. Einmal nannte jemand Speranski in seiner Gegenwart einen großen Philosophen. Nikolai sagte nichts, lächelte aber giftig. Die Philosophie hasste er über alles in der Welt. Und doch fühlte er, dass er Speranski nicht so anschreien dürfe wie die Offiziere in der Reitschule. Meine Herren Offiziere, tun Sie Ihren Dienst und lassen Sie die Philosophie. Ich kann die Philosophen nicht ausstehen. Bei mir werden alle Philosophen die Schwindsucht kriegen. Durch das Hinscheiden des in Gott ruhenden Kaisers Alexander Pawlowitsch, unseres geliebten Bruders, las er weiter, verloren wir unseren Vater und Herrscher, der Russland 25 Jahre lang seine Wohltaten erwies. Als die Nachricht von diesem beklagenswerten Ereignis uns am 27. November erreichte, hielten wir in der ersten Stunde den Schmerz und die Tränen zurück und leisteten der heiligen Pflicht und unserer Herzensregung folgend unserem älteren Bruder, dem Zessarewitsch und Großfürsten Konstantin Pawlowitsch, als dem nach dem Rechte der Erstgeburt gesetzlichen Erben des russischen Thrones den Treuheit. Des Ferneren wurde das Unerklärliche erklärt. Das geheime Testament des verstorbenen Kaisers, der Verzicht Konstantins zugunsten Nikolais, alle diese Familienabmachungen, das Spiel mit der Thronfolge wie mit einem Privateigentum. Wir wussten von der bei Lebzeiten des verstorbenen Kaisers abgegebenen und durch das Einverständnis seiner Majestät bestätigten Verzichtserklärung seiner Hoheit.
Wir hatten aber weder den Willen noch das Recht, diese Verzichterklärung, die seinerzeit unveröffentlicht blieb, als unwiderruflich anzusehen. Damit wollten wir unsere Ehrfurcht vor dem ersten Grundgesetz des Vaterlandes von der Unabänderlichkeit der Thronfolge bezeugen. Darum bestanden wir dem von uns geleisteten Eid treu darauf, dass auch das ganze Reich unserem Beispiel folge. Dies taten wir aber nicht aus Missachtung vor dem von seiner Hoheit ausgesprochenen Willen und noch weniger vor dem uns immer heiligen Willen des hochseligen Kaisers, unseres Vaters und Wohltäters, sondern einzig um das Grundgesetz von der Thronfolge vor jeder Verletzung zu schützen und jeden Schatten eines Zweifels über die Reinheit unserer Absichten zurückzuweisen. Es ist unverständlich. Das von der Thronfolge ist unklar und unverständlich, sagte Nikolai. Sein Gewissen war nicht ganz ruhig. Befehlen, Majestät, es abzuändern? Leicht gesagt, abändern. Er müsste doch wissen, wie. Das wusste er aber nicht. Nein, soll es schon so bleiben, sagte er und machte ein unzufriedenes Gesicht. Indem wir mit einem von Ehrfurcht und Demut vor dem unerforschlichen Wege der uns leitenden Vorsehung erfüllten Herzen den Thron unserer Väter besteigen, befehlen wir den Untertanen uns und unserem Thronerben seiner kaiserlichen Hoheit, dem Großfürsten Alexander Nikolajewitsch, unserem geliebten Sohne, den Treueid zu leisten. Als der Tag unserer Thronbesteigung ist der 19. November 1825 anzusehen. Schließlich fordern wir alle unsere treuen Untertanen auf, ihre frommen Gebete mit den unseren zu vereinen und mit uns zu den Höchsten zu beten, dass er uns die Kraft sende zum Tragen der uns von seiner Vorsehung auferlegten Lasten. Nicht Auferlegten, sondern Auferlegte, korrigierte Nikolai. Speranski ergriff schweigend den Bleistift. Warten Sie, wie ist es richtiger? Es ist der Genitiv, Majestät, der auferlegten Lasten. Ja, natürlich, der Genitiv, dann ist ja nichts zu korrigieren, sagte Nikolai errötend. In der russischen Grammatik kannte er sich nie recht aus. Und es kam ihm wieder vor, dass Speranski über ihn lache wie über einen kleinen Jungen. Und uns bestärke in unseren aufrichtigen Absichten, einzig dem Wohle unseres geliebten Vaterlandes zu leben und dem Beispiele des Kaisers, den wir beweinen, zu folgen. Auf dass unsere Regierung nur eine Fortsetzung seiner Regierung sei und alles in Erfüllung gehe, was für das Wohl Russlands der Monarch wünschte, dessen heiliges Andenken in uns den Eifer nähren wird und die Hoffnung, den Segen Gottes und die Liebe unserer Völker zu erwerben. Das Manifest gefiel ihm gut, aber er ließ es sich nicht anmerken. Als er es zu Ende gelesen hatte, machte er ein noch unzufriedeneres Gesicht. Er nahm die Feder, um das Manifest zu unterschreiben, legte sie aber gleich wieder weg. Er sagte sich, dass er in einem solchen Augenblick eigentlich an Gott hätte denken müssen. Er schloss die Augen und bekreuzigte sich. Aber wie immer beim Gedanken an Gott sah er nur ein schwarzes Loch vor sich, in dem es streng und etwas unheimlich war. Man mag rufen, so viel man will. Aus diesem Loche wird niemand antworten. Er unterschrieb das Manifest, ohne an etwas zu denken. Er fragte bloß, der 13.? Zu Befehl, ja, Majestät, antwortete Speranski. Und morgen ist Montag, fiel es Nikolai ein. Er verzog das Gesicht und datierte das Manifest mit dem 12. Ich schätze mich glücklich, eurer kaiserlichen Majestät zur Thronbesteigung, oder richtiger, zum Abstieg auf den Thron zu gratulieren, sagte Lopuchin, ihn auf die Schulter küssend. Warum zum Abstieg? Fragte Nikolai erstaunt. Weil die Familie eurer kaiserlichen Majestät in der allgemeinen Meinung so hoch gestiegen ist, dass ihre Mitglieder den Thron nicht mehr besteigen, sondern auf ihn nur gleichsam niedersteigen können. Lopuchin verzog den Mund zu einem freundlichen Lächeln und zeigte die weißen Zähne seines künstlichen Gebisses. Aus seinem Munde kam ein Hauch von Moder, wie aus dem einer Leiche. »Unser Engel blickt auf uns vom Himmel herab«, sagte Golizin schluchzend und küsste Nikolai gleichfalls auf die Schulter. »Sie brauchen mir nicht zu gratulieren, meine Herren. Man muss mich bemitleiden«, sagte Nikolai streng und wandte sich plötzlich mit einer fast unverhohlenen Herausforderung an Speranski,
der schweigend mit gesenktem Kopfe dasaß. »Nun, was sagen Sie, Michail Michailowitsch? Damit unsere Regierung nur eine Fortsetzung seiner Regierung sei. Niemals werde ich mir diese Worte verzeihen, Majestät«, antwortete Speranski, den Blick langsam auf ihn richtend. »Das sind ja nicht Ihre, sondern meine Worte. Warum sind Sie schlecht?« »Es ist nicht das, was Russland von Eurer Majestät erwartet.« »Was erwartet es denn?« »Einen neuen Peter.« Die Schmeichelei war zugleich fein und roh. »Il y a beaucoup de praporschik.« Anmerkung des Übersetzers. »Praporschik«, russischer Fähnrich. Ende der Anmerkung. »Anglier un peu de Pierre Lecran«, hatte einmal Speranski über den Großfürsten Nikolai Pawlowitsch gesagt. Dasselbe hätte er auch über den Kaiser sagen können. Er bückte sich plötzlich, ergriff Nikolais Hand und wollte sie küssen. Jener zog sie aber schnell zurück, umarmte ihn und küsste ihn auf die Glatze. »Hören Sie auf, Exzellenz«, erwiderte er mit einem misstrauischen Lächeln, während sein Herz vor Wonne erschauerte. Ein zweiter Peter war seine alte Sehnsucht. Er schwieg eine Weile und sagte dann, »Ich hatte niemals an den Thron gedacht. Man erzog mich zu einem Brigadegeneral. Ich hoffe aber, mich meines Berufes würdig zu zeigen. Ich hoffe auch, dass alle ebenso ihre Pflicht tun werden, wie ich die meine getan habe. Wenn ich einmal die nötigen Kenntnisse habe, werde ich einem jeden den entsprechenden Posten anweisen. Die Philosophie ist nicht meine Sache. Die Herren Philosophen können sagen, was sie wollen. Für mich bedeutet aber Leben dienen. Und wenn alle so dienen wollten, wie es sich gehört, würde überall Ordnung und Ruhe herrschen. Das ist meine ganze Philosophie, meine Herren.« Er warf einen Blick auf Speranski. Jener schwieg und hielt den Kopf gesenkt und die Augen geschlossen, als hörte er Musik. »Darum«, fuhr Nikolai mit erhobener Stimme fort, »lasse ich gar nicht den Gedanken aufkommen, dass jemand von meinen Untertanen es wagte, in allem, was das mir von Gott anvertraute Reich betrifft, von den von mir angegebenen Wegen abzuweichen.« Er sprach kurz, abgerissen, als widerspräche oder zürne er jemand. Er fand Geschmack an der Rolle und schrie wie ein junger, rauflistiger Hahn, der noch nicht richtig zu krähen versteht. »Und wenn ich auch nur eine Stunde Kaiser gewesen bin, werde ich zeigen, dass ich dessen würdig war.« Mit diesen Worten erhob er sich. Durchlaucht wandte er sich an Lopuchin. »Wollen Sie den Reichsrat für heute 8 Uhr abends zur Anhörung des Manifests unserer Vereidigung einberufen? Ich bitte Sie, meine Herren, niemand soll es erfahren. Heute bitte ich noch, aber morgen werde ich befehlen.« Er konnte sich wieder nicht beherrschen und sprach die letzten Worte schreiend. Lopuchin, Golizin und Speranski verließen das Zimmer. Sie gingen zu der einen Tür hinaus, zu der anderen trat aber Benkendorf ein. Der unbegüterte baltische Edelmann, der künftige große Spitzel, Chef der Gendarmerie und Direktor der 3. Abteilung, Generaladjutant Alexander Christophorowitsch Benkendorf, hatte ein adliges Äußeres, aber ein etwas mitgenommenes Gesicht. Er schien ein bewegtes Leben hinter sich zu haben. Er lächelte freundlich und starr, hatte einen trügerisch gutmütigen Blick, wie ein Mensch, dem alles gleichgültig ist und der allem ausweicht. Er war nicht dumm, auch nicht schlecht, aber zerstreut und zu allem fähig. »Lissimertel n'appuyez pas«, pflegte er zu sagen. Kaum war er eingetreten, als Nikolais Gesicht sich sofort, ohne jeden Übergang, veränderte. Aus einem unzufriedenen und mürrischen verwandelte es sich in ein rührseliges und empfindsames. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich überhaupt mit erstaunlicher Schnelligkeit, als wechsle er eine Maske nach der anderen. Eine Menge von Masken, aber kein Gesicht, hatte von ihm jemand gesagt. Er ergriff Benkendorfs Hand mit beiden Händen und sah ihn stumm an. »Haben Majestät zu unterschreiben geruht?« »Ich habe es unterschrieben«, antwortete Nikolai schwer aufseufzend und die Augen gen Himmel hebend. »Ich habe meine Pflicht getan, unser Engel muss mit mir zufrieden sein. Alles wird natürlich in Ordnung sein, oder ich werde nicht leben. Gottes Wille und der Entschluss meines Bruders gehen an mir in Erfüllung. Ich gehe vielleicht dem Untergang entgegen, aber ich kann nicht anders. Ich bringe mich meinem Bruder zum Opfer.
Ich werde mich glücklich schätzen, wenn ich wie ein Untertan seinen Willen erfülle. Aber was wird mit Russland sein? Er sprach noch lange. Die Vorliebe für rührseliges Geschwätz hatte er auch von seiner Mutter geerbt. Benkendorf wartete gelangweilt und geduldig, dass er ende. »Nun, was gibt's in der Stadt?« fragte Nikolai in einem anderen geschäftlichen Ton, indem er sich mit dem Taschentuch seine trockenen Augen wischte und ebenso schnell wie früher eine Maske mit einer anderen vertauschte. »Alles ist ruhig, Majestät. Vielleicht ist es aber nur die Ruhe vor einem Sturm.« »Erwartest du also doch einen Sturm?« »Ja, Majestät, die Zahl der Unzufriedenen ist allzu groß. In den Geistern besteht schon eine Revolution.« »Mit Rostovtsev habe ich gestern wohl einen Bock geschossen,« fiel es Nikolai plötzlich ein. »So habe ich die Namen nicht erfahren.« »Das werde ich mir niemals verzeihen. Ich hätte die Namen erfahren und alle verhaften lassen sollen.« »Nein, nein, Majestät, nur keine Verhaftungen. Sonst entwischt uns die ganze Bande. Außerdem soll man nicht den ersten Tag der Regierung auf diese Weise trüben.« »Wenn Sie aber zu handeln beginnen, sollen Sie nur, dann werden auch die Verhaftungen niemand in Erstaunen setzen. Man muss ganz langsam und vorsichtig vorgehen. Man darf die Leute nicht erbittern. Majestät haben auch so genug Feinde.« »Dafür aber einen Freund«, rief Nikolai und drückte ihm fest die Hand. Er trat an den Tisch, schloss eine Schublade auf und nahm ein Paket heraus mit der Aufschrift »Von den dringlichsten Dingen seiner kaiserlichen Majestät zu eigenen Händen«. Es war der Bericht des Generals Stibitsch, den Fredericks einen Tag vorher aus Taganrog gebracht hatte. Anmerkung des Übersetzers: Stibitsch, Baron Iwan Iwanowitsch, 1785 bis 1831. Generaladjutant, vorher in preußischen Diensten, bekam für die Unterdrückung des Dekabristenaufstandes den Grafentitel und zeichnete sich später im Türkenkrieg und bei der Unterdrückung des polnischen Aufstandes aus. Seine Büste steht in der Walhalla bei Regensburg. Ende der Anmerkung. Hier, lies. Es gibt noch eine ganze Verschwörung. »In der Zweiten Armee? Die geheime Gesellschaft des Oberstleutnants Pestel?« fragte Benkendorf, ohne das Paket zu öffnen. Anmerkung des Übersetzers: Pestel, Pavel Ivanovich, geboren 1794, Sohn des Generalgouverneurs von Sibirien, Oberst, einer der Hauptverschwörer vom 14. Dezember, wurde gehängt. Ende der Anmerkung. »Weißt du es schon?« fragte Nikolai erstaunt, beinahe erschrocken. »Ist das ein Kerl. Er weiß alles, selbst was eine Elle unter der Erde vorgeht.« »Ich weiß es, Majestät. Ich hatte schon im Jahr 21 die Ehre, dem hochseligen Kaiser darüber Meldung zu erstatten.« »Und was sagte er?« »Er geruhte dem keine Aufmerksamkeit zu schenken. Der Bericht lag 4 Jahre in seinem Schreibtisch.« »Eine nette Erbschaft hat uns der Verstorbene hinterlassen«, bemerkte Nikolai mit einem boshaften Lächeln. »Haben Majestät mit niemand über diese Sache zu sprechen geruht?« fragte Benkendorf mit einem durchdringenden Blick. »Nein, mit niemand«, log Nikolai. Er schämte sich zu gestehen, dass er auch darin einen Bock geschossen und den Grafen Miloradowitsch in die Sache eingeweiht hatte. Anmerkung des Übersetzers: Miloradowitsch, Graf Michail Andrejewitsch, 1771 bis 1825, Gouverneur von Petersburg, nahm an den Feldzügen gegen Napoleon teil. Ende der Anmerkung. »Gott sei Dank! Vor allem darf es Miloradowitsch nicht erfahren«, erwiderte Benkendorf, als hätte er Nikolais Gedanken erraten. »Ich hatte mir schon damals erlaubt, seiner Majestät zu bemerken, dass man diese Sache Miloradowitsch nicht anvertrauen dürfe.« »Warum denn?« »Weil er von Verbrechern umgeben ist.« »Miloradowitsch, ist er denn auch mit Ihnen?« fragte Nikolai erbleichend. »Ob er mit Ihnen ist oder nicht, jedenfalls ist er schlimmer als alle Verschwörer.« »Es ist schrecklich daran zu denken, Majestät, dass dieser seelenlose Hans Wurst das Schicksal Russlands in der Hand hat. Neulich habe ich übrigens so etwas gehört, dass ich meinen Ohren nicht traute.« »Was denn?« »Erlassen Sie es mir.
Majestät, es ist mir ekelhaft, es wieder zu erzählen. Nein, sprich! Als Miloradovic sich am 27. November nach der Öffnung des Testaments des seligen Kaisers mit unerhörter Frechheit gegen die Thronbesteigung Eurer Majestät aussprach, sagte ihm jemand: »Sie sind sehr kühn, Graf.« Darauf sagte er: »Wenn man 60.000 Bajonette in der Tasche hat, darf man wohl kühn sein.« Und dabei klopfte er lachend auf seine Tasche. »Der Schurke«, flüsterte Nikolai noch mehr ableichend. »Neulich«, sagte er mir aber vor bängender Furt, »ich zweifle am Erfolg der Vereidigung.« »Die Garde liebt ihn, das heißt eure kaiserliche Majestät nicht.« »Von welchem Erfolg sprechen Sie?«, fragte ich ihn. »Und was hat damit die Garde zu tun? Was hat die Garde zu sagen?« »Sehr richtig«, antwortete er mir, »sie darf nichts zu sagen haben. Aber es ist bei ihr schon zu einer Gewohnheit, zu einer zweiten Natur geworden.« »Der Schurke«, flüsterte Nikolai weiter. »Der mündlich geäußerte Wille des seligen Kaisers«, sagte er, »wäre für die Garde heilig. Aber wenn das Testament erst nach seinem Tode bekannt gegeben wird, werden es die Leute zweifellos für eine Fälschung halten.« »Für eine Fälschung?« Nikolai fuhr zusammen und sein Gesicht flammte auf wie nach einer Ohrfeige. »Was soll das heißen? Bin ich vielleicht ein Usurpator?« »Der Graf Miloradovic, Majestät«, meldete Adlerberg, leise die Tür aufmachend und den Kopf hereinsteckend. »Nicht hereinlassen«, wollte Nikolai noch aufschreien. Es war aber schon zu spät. Die Tür ging weiter auf und ins Zimmer trat sporenklirrend mit kühnen Schritten der militärische Generalgouverneur von Petersburg, Graf Miloradovic. Benkendorf, der in diesem Augenblick das Zimmer verließ, stieß mit ihm in der Tür zusammen. Er machte vor ihm eine tiefe Verbeugung und ließ ihm mit besonderer Liebenswürdigkeit den Vortritt. Graf Miloradovic, ein Kampfgenosse Suworows und Held des Jahres 1812, hatte trotz seiner 60 Jahre noch seine tapfere Haltung und die sieghafte Miene bewahrt, mit der er im Feuer der Schlachten, im Hagel der Geschosse seine Pfeife zu rauchen und die Falten an seinen amarantfarbenen Mantel zu ordnen pflegte. Ritter Bajar nannten ihn die einen und Prahlhans und Aufschneider die anderen. Er färbte sich das Haar und hatte eine Hakennase, dicke Lippen und die feucht glänzenden Augen eines alten Damenfreundes. Bei seinem Anblick erinnerte sich Nikolai plötzlich an das Ende seines Traumes vom krummen Zahn. Als er auf der Flucht vor Lambsdorff Konstantin sich zu seiner alten Wärterin, der englischen Miss Lyon, stürzt, deren Schläge noch weniger wehtaten, verwandelte sich die Wärterin in Miloradovic. Dieser hat eine riesengroße Rute in der Hand und züchtigte mit ihr den armen Nixe furchtbar. Viel schmerzhafter als Lambsdorff Konstantin. Miloradovic trat ein, machte eine Verbeugung und wollte etwas sagen. Als er aber Nikolai ansah, blieb er stumm. Ein so wütender Hass lag in Nikolais verzerrtem Gesicht und in den brennenden Augen. Das war aber nur wie ein Blitz. Die Maske wurde wieder vertauscht. Die Augen erloschen, das Gesicht erstarrte zu Stein. Nur eine Muskel in der Wange bebte noch ununterbrochen. »Ich erwarte Sie schon lange, durchlaucht. Ich bitte Platz zu nehmen«, sagte er ruhig und höflich. Die Veränderung ging so schnell vor sich, dass Miloradovic schon zweifelte, ob er jenes verzerrte Gesicht wirklich gesehen habe. »Nun, wie stehen die Sachen? Haben Sie jemand verhaftet?«, fragte Nikolai. »Zu Befehl, nein, Eure Hoheit. Von dem im Bericht des General Dibitsch genannten Personen ist keine einzige in der Stadt. Alle sind im Urlaub. Und was den Oberstleutnant Pestel betrifft, so ist der Haftbefehl gegen ihn schon abgegangen.« »Nun, und ist hier in Petersburg alles ruhig?« »Es ist ruhig. In allen Stadtteilen herrscht eine musterhafte Ordnung. Man darf wohl sagen, dass es eine solche Ordnung noch nie gegeben hat. Ich bin fast überzeugt, dass niemand von den am Verbrechen Beteiligten hier anwesend ist.« »Sie sind fast davon überzeugt.« »Meine Ansicht ist Eure Hoheit bekannt. Der vollkommenen Sicherheit halber müsste seine Hoheit, der Zessarewitsch, schleunigst nach Petersburg kommen, das Testament des seligen Kaisers in einer Vollversammlung des Senats vorlesen, Eure Hoheit zum Kaiser ausrufen und dann als Erster den Treueid leisten.« »Wenn das aber nicht geschieht, was dann? Sie zweifeln am Erfolg der Vereidigung?« »Die Garde liebt mich nicht.« »Wenn sie auch nichts zu sagen hat, so ist es aber schon längst zu einer Gewohnheit, zu einer zweiten Natur geworden, nicht wahr?«
Nikolai sah ihn scharf an und die Muskel an seiner Wange zitterte noch heftiger. Das hatte ihm wohl der Schuft Benkendorf hinterbracht, dachte sich Miloradovic, ließ aber die Augen nicht sinken. Ihn überkam plötzlich Wut. »Entschuldigen Sie, Hoheit.« »Nicht Hoheit, sondern Majestät«, unterbrach ihn Nikolai drohend. »Das Manifest ist schon unterschrieben.« »Ich habe die Ehre zu gratulieren, Majestät«, sagte Miloradovic mit einer Verbeugung. »Aber ich muss dennoch meine Pflicht tun. Ich habe die Wahrheit vor eurer Majestät niemals verheimlicht und werde sie auch in Zukunft nicht verheimlichen. Ja, es ist nicht leicht, die Leute zum Treueid durch ein Manifest zu zwingen, das von der Person ausgeht, die den Thron besteigen will. Aha, nun haben wir es. Man wird das Manifest für eine Fälschung und mich für einen Usurpator halten, nicht wahr?« rief Nikolai mit einem höhnischen Lächeln und wieder fuhr etwas wie ein Blitz durch sein Gesicht. »Ich verstehe nicht, Majestät.« »Sie verstehen nicht, Graf, Sie verstehen Ihre eigenen Worte nicht?« »Ich weiß nicht, welcher Schuft Ihnen meine Worte so verdreht hat. Was brauchen auch Eure Hoheit auf Denunzianten zu hören?« Miloradovic erbleichte. Und dem alten Prahlhans und Aufschneider erwachte plötzlich der alte Soldat und Kampfgenosse Suworows. Er sah Nikolai gerade in die Augen mit jener sieghaften Miene, mit der er einst im Feuer der Schlachten, im Hagel der Geschosse seine Pfeife zu rauchen und die Falten an seinem amarantfarbenen Mantel zu ordnen pflegte. Nikolai erhob sich stumm, trat an den Tisch, machte die gleiche Schublade auf, aus der er vorhin den Bericht Diebitschs herausgenommen hatte, holte ein anderes Schriftstück. Es war die Anzeige Rostovzews und kehrte zu Miloradovic zurück. »Ist es eurer Durchlaucht bekannt, dass auch hier in Petersburg eine Verschwörung besteht?« »Was für eine Verschwörung! Es besteht keine und kann auch keine bestehen.« Miloradovic zuckte die Achseln. »Und was ist das?« Nikolai schob ihm den Brief hin und las mit dem Finger auf die unterstrichenen Zeilen zeigend. »Gegen Sie muss eine Verschwörung bestehen. Sie wird bei der neuen Vereidigung ausbrechen, und diese Flamme wird vielleicht den Untergang Russlands beleuchten.« Miloradovic nahm den Brief, drehte ihn um, sah sich die Unterschrift an und gab ihn ungelesen zurück. »Leutnant Rostovzew, ich weiß, Versammlungen des Polarstern bei Rylejew.« Anmerkung des Übersetzers: Rylejew, Kondratij Fjodorowitsch, 1795 bis 1826, namhafter Dichter, war erst Offizier, später Gerichtsbeamter und zuletzt Beamter der russisch-amerikanischen Kompanie, wurde gehängt. Ende der Anmerkung. Über diese Versammlungen hatte ihn die Geheimpolizei unterrichtet. »Es ist Unsinn, man lasse diese dummen Jungen ruhig ihre schlechten Verse einander vorlesen.« Mit diesen Worten hatte er die Denunziation abgewehrt. Er wehrte sie auch jetzt ab. »Lauter Unsinn, dumme Jungen, Schreiber, Verfasser von Almanachen.« »Wie unterstehen Sie sich, ha!« schrie Nikolai und sprang voller Wut auf. Sein ganzer langer, biegsamer Körper schnellte empor wie eine Weidenrute. »Gar nichts wissen Sie, Sie passen auf gar nichts auf. Sie werden es mit Ihrem Kopfe bezahlen müssen.« Miloradovic stand gleichfalls auf, ganz vor Wut zitternd. Er beherrschte sich aber und sagte mit Würde: »Wenn ich nicht mehr das Glück habe, das Vertrauen Eurer Majestät zu genießen, so geruhen Sie nur zu befehlen, dass ich mein Amt niederlege. Schweigen Sie!« »Gestatten Sie die Frage, Eure Hoheit.« »Schweigen Sie!« Trotz seiner ganzen Wut war Nikolai doch bei vollem Bewusstsein. Er hätte sich auch beherrschen können, wenn er wollte, aber er wollte es nicht. Die Wonne der Raserei floss wie ein feuriger Trank durch alle seine Adern, und er gab sich ihr wie berauscht hin. »Hinaus! Hinaus! Hinaus!« schrie er, die Fäuste ballend und gegen Miloradovic vorrückend. »Er wird sich gleich auf mich stürzen und mich nicht schlagen, sondern wie ein tollwütiger beißen«, dachte sich jener angeekelt und wich zur Türe zurück. So weicht ein großer, gutmütiger Hund mit gesträubtem Fell und dumpfen Knurren vor einem kleinen bösen Insekt, einer Spinne oder einem Tausendfuß. Als er die Schwelle erreicht hatte, wandte er sich schnell um und wollte aus dem Zimmer stürzen. Aber er stieß in der Türe wieder wie vorhin mit Benkendorf zusammen. Diesmal gingen sie aneinander ohne jede Liebenswürdigkeit vorbei.
Benkendorf lief auf Nikolai zu, umarmte ihn und tat so, als wollte er ihn stützen. Der Schurke, was tut er mit mir? Er und Bruder Konstantin und alle, alle. Nikolai fiel ihm schluchzend an die Brust. Courage, sehr Courage, wiederholte Benkendorf. Gott wird sie nicht im Stich lassen. Ja, Gott, und der, den wir unser ganzes Leben lang beweinen werden, unser Engel im Himmel, sagte Nikolai, die Augen hebend. Ich atme durch ihn, ich handle durch ihn. Soll er mich auch leiten? Gottes Wille geschehe und ich bin zu allem bereit. Wollen wir zusammen sterben, mein Freund? Wenn es mir beschieden ist, zugrunde zu gehen, so habe ich doch einen Degen mit einer Offiziersquaste, das Aushängeschild eines ehrlichen Menschen. Ich sterbe mit diesem Degen in der Hand und trete vor das Gericht Gottes mit reinem Gewissen. Morgen, am 14. Dezember, bin ich entweder Kaiser oder tot. Ende von Abschnitt 4. Abschnitt 5 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski. Übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, der 14. Erster Teil, 5. Kapitel. Am 13. Dezember morgens fuhren Golizin und Obolenski zu Rylejew. Anmerkung des Übersetzers. Obolenski, Fürst Jewgeni Petrowitsch, 1796 bis 1865. Oberleutnant, wurde nach Sibirien verschickt, wo er 13 Jahre in den Bergwerken arbeitete. Starb amnestiert zu Kaluga. Ende der Anmerkung. Als sie sich dem Hause der russisch-amerikanischen Kompanie an der Blauen Brücke über die Mojica näherten, erkannte Golizin schon aus der Ferne die Fenster im Erdgeschoss mit den vorstehenden gusseisernen Gittern. Der ihnen schon bekannte kleine Diener Filka öffnete die Tür und ließ sie ohne weiteres ein, wie er wohl alle einließ. In den letzten Tagen drängten sich bei Rylejew von früh bis spät die Besucher. Sie kamen und gingen ohne jede Vorsicht. Hier war der Sammelpunkt, sozusagen das Stabsquartier der Verschwörer. Im kleinen Esszimmer war alles beim Alten und dabei doch anders. Die weißen Mullvorhänge an den Fenstern waren vor Staub und Rauch geschwärzt. Die Balsaminen und Samtblumen auf den Fensterbänken waren verdorrt. Die Fußteppiche abgerieben. Der nicht gewichste Fußboden war dunkel geworden. Der Kanarienkäfig stand leer. Die Lämpchen vor den Heiligenbildern brannten nicht. Die Tür zum Wohn- und Schlafzimmer, wo die Frau Rylejew mit ihrem Töchterchen in der Enge hauste, war fest abgeschlossen. Es war, als hätte sich all das Lustige, Unschuldige, der Duft von Geburtstag und Flitterwochen, der hier einst schwebte, verflüchtigt. Rylejew selbst war nicht im Zimmer. Männer in Uniform und Zivil, die Golizin nicht kannte, saßen am Tisch um einen Samowar herum und unterhielten sich mit gedämpften Stimmen. »Ist Rylejew zu Hause?« fragte Obolenski die Anwesenden begrüßend. »Er ist bei sich im Kabinett. Ich glaube, er schläft. Aber es macht nichts. Treten Sie nur ein.« Er sagte, man solle ihn wecken, wenn sie kommen. Obolenski klopfte an die Türe. Niemand antwortete. Er machte die Türe auf und trat mit Golizin in ein schmales Zimmerchen, wo man sich zwischen dem großen Ledersofa, dem Schreibtisch, dem Bücherschrank und den Stößen des von Alexander Bestuschew und Rylejew herausgegebenen Almanachs Polarstern kaum bewegen konnte. Anmerkung des Übersetzers. Bestuschew, Alexander Alexandrowitsch, 1795 bis 1837. Unter dem Pseudonym Malinsky als Dichter und Novellist bekannt. Wurde nach Irkutsk verbannt, später aber begnadigt. Fiel als Offizier bei einem Treffen im Kaukasus. Ende der Anmerkung. Die Fenster gingen auf einen Hinterhof und auf die schmutzig-gelbe Mauer des Nachbarhauses hinaus. Das Zimmer war überheizt. Es roch nach Arzneien. Auf dem Nachttischchen vor dem Sofa stand eine Menge von Medizinflaschen mit Rezepten. Auf dem Sofa schlief Rylejew. Er hatte einen alten Schlafrock an und ein gestricktes Wolltuch um den Hals.
und sein Gesicht war so unbeweglich wie bei einem Toten. Er war abgemagert und so heruntergekommen, dass Golizyn ihn fast nicht wiedererkannte. Er hatte sich erkältet, als er sich zwei Nächte in den Straßen herumtrieb, um die Soldaten aufzuwiegeln und sich dabei die Bräune geholt. Jetzt befand er sich schon in der Rekonvaleszenz, war aber noch immer sehr elend. Golizyn blieb in der Türe stehen. Obolenski ging auf das Sofa zu. Ein Dielenbrett knarrte. Der Schlafende schlug die Augen auf und richtete auf die beiden einen trüben Blick, der nichts erkannte und nichts sah. »Was ist? Was ist?« schrie er leise auf. Dann erhob er sich und fing an, sich mit beiden Händen so krampfhaft, als müsse er ersticken, das Tuch vom Halse zu zerren. Aber er zog mit seinen ungeschickten Bewegungen den Knoten nur noch fester zu. »Warte, ich will es aufbinden«, sagte Obolenski. Er beugte sich über ihn, löste den Knoten und nahm das Tuch ab. »Wir haben dich geweckt und erschreckt, armer kleiner Rylejew«, sagte Obolenski, sich zu ihm aufs Sofa setzend und ihm mit einer stillen Liebkosung die Haare streichelnd. »Hast du einen bösen Traum gehabt?« »Ja, wieder der gleiche Dreck, immer dieser selbe Traum.« »Was war es denn?« »Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht mehr.« »Warum stehen Sie denn, Golizyn? Setzen Sie sich doch.« »Mir scheint, ich träumte wieder vom Strick.« »Von was für einem Strick?« Rylejew antwortete nicht und lächelte nur eigentümlich. In seinem Lächeln war noch der Überrest des Fieberdeliriums. Auch Obolenski schwieg. Er erinnerte sich an Folgendes. Als man Rylejew während seiner Krankheit einmal das Spanisch-Fliegenpflaster am Halse wechselte und dabei den Hals berührte, schrie er vor Schmerz auf. Aber Nikolai Bestuschew sagte lachend, »Wie, schämst du dich nicht, wegen eines solchen Unsinns zu schreien? Du hast wohl vergessen, was du für deinen Hals erwartest.« Anmerkung des Übersetzers. Bestuschew, Nikolai Alexandrowitsch, Kapitänleutnant, 1791 bis 1855, wurde nach Sibirien verschickt und starb in der Verbannung. Ende der Anmerkung. »Du hast aber wieder Fieber, der Kopf ist ganz heiß, du solltest heute nicht ausgehen«, sagte Obolenski, ihm die Hand auf die Stirne legend. »Wenn nicht heute, so morgen. Morgen werde ich ganz gewiss ausgehen.« Rylejew lächelte wieder dasselbe, eigentümliche, verschlafene Lächeln. »Was ist denn morgen?« »Ach, Teufel, wir reden von allerlei Unsinn. Die Hauptsache wisst ihr aber noch nicht«, begann er mit veränderter Stimme. Er war erst jetzt richtig erwacht. »Aus Warschau ist ein Kurier mit dem endgültigen Verzicht Konstantins eingetroffen. Morgen um 7 Uhr früh versammelt sich der Senat und die Truppen werden auf Nikolai Pawlowitsch vereidigt.« Diese Nachricht erwartete man von Tag zu Tag. Doch kam sie ganz unerwartet. Nun wussten sie es. Morgen ist der Aufstand. Sie verstummten und wurden nachdenklich. »Werden wir auch fertig sein?«, fragte schließlich Obolenski. Rylejew zuckte die Achseln. »Ja, es ist eine dumme Frage. Wir werden niemals fertig sein.« »Nun, also morgen, mit Gott«, schloss Obolenski und fügte nach einer Weile hinzu. »Und was fangen wir mit Rostovtsev an?« Rostovtsev war zwar kein Mitglied der geheimen Gesellschaft, aber mit vielen Mitgliedern befreundet und wusste manches von den Plänen der Verschwörer. Seine Zusammenkunft mit dem Großfürsten Nikolai Pawlowitsch hatte er in einem »Der schönste Tag meines Lebens« betitelten Schriftstück beschrieben und dieses einen Tag vorher Obolenski und Rylejew übergeben. Dabei hatte er gesagt, »Tut mit mir, was ihr wollt. Ich konnte nicht anders.« Anmerkung des Übersetzers. Rostovtsev, Jakow Iwanowitsch, 1803 bis 1860, hatte die Verschwörer beim Kaiser Nikolai denunziert, machte sich später unter Alexander II. Um die Vorarbeiten zur Bauernbefreiung verdient. Ende der Anmerkung. »Du weißt doch meine Ansicht«, antwortete Rylejew. »Ich weiß, aber einen Schurken umbringen heißt, sich selbst anzeigen. Lohnt es auch, sich damit die Hände zu beschmieren?« »Es lohnt«, sagte Rylejew leise. »Und was sagen Sie dazu, Golizyn?«
Ich sage, dass Rostovtsev zugleich Gott und dem Teufel dient. Er enthüllt Nikolai die Verschwörung und wäscht sich vor uns rein. Aber in diesem Geständnis konnte er uns alles, was er wollte, eröffnen und auch verschweigen. Sie glauben also, dass wir schon angezeigt sind? Fragte Rylejew. Ganz gewiss, und man wird uns auch verhaften. Wenn nicht jetzt, so nach der Vereidigung, antwortete Golizin. Was sollen wir nun tun? Niemand etwas von der Anzeige sagen und handeln. Es ist besser, man verhaftet uns auf dem Platze als im Bett. Wenn wir schon zugrunde gehen sollen, so soll man wenigstens wissen, warum wir zugrunde gegangen sind. Und du, Obolensky, was denkst du darüber? Fragte Rylejew. Natürlich dasselbe. Rylejew ergriff mit der einen Hand die Hand Golizins und mit der anderen die Obolenskis. Ich danke euch, Freunde. Ich wusste, dass ihr es sagen werdet. Also mit Gott, wir fangen an. Und wenn wir selbst nichts erreichen, so werden wir es die anderen lehren. Mögen wir untergehen, unser Untergang selbst wird die Gefühle der schlafenden Söhne des Vaterlandes wecken. Er sprach wie immer hochtrabend und unnatürlich. Natürlich waren dafür seine großen, dunklen, klaren Augen, die in seinem abgemagerten Gesicht mit solchem Feuer brannten, dass es unheimlich war. Natürlich war sein Gesicht, in dem sich auch ohne Worte alles spiegelte, was er fühlte. So treten auf den Wandungen einer Alabastervase die Reliefs hervor, wenn in ihr ein Feuer brennt. Diese Worte Moors über Byron fielen Golizin ein. Er musste auch an das Gedicht Rylejews denken. Ich weiß es wohl, Verderben winkt dem, der als erster vorwärts springt, auf jene, die das Volk bedrücken. Erwählt hat mich dazu das Los. Glaub mir, es kann nicht opferlos die Freiheit zu erringen glücken. Ja, endlich dürfen wir sagen, morgen fangen wir an, fuhr Rylejew fort. Wie habe ich diesen Augenblick erwartet, wie habe ich mich gefreut, und nun ist er gekommen. Warum fühle ich aber keine Freude? Warum ist meine Seele betrübt bis an den Tod? Er stützte die Ellenbogen auf die Knie, legte den Kopf in die Hände und duckte sich wie unter einer schweren Last. Seine Stimme zitterte vor Tränen. Lebt wohl, Freunde. Man soll davon nicht reden. Nein, man soll es, Rylejew. Sag alles, es wird dich erleichtern, sagte Obolensky. Puschkin hat mich einmal Pläneschmied genannt. Ich sei kein Dichter, sondern Pläneschmied. Ja, ich bin wirklich Pläneschmied, versetzte Rylejew mit einem Lächeln. Ich philosophiere nur über die Freiheit, mache sie aber nicht. Ich zeichne nur die Pläne, aber baue nicht. Nicht Sie allein, Rylejew, wir sind alle so, entgegnete Golizin. Ja, alle. Als ich neulich nachts durch die Straßen ging, versammelte sich in einer entlegenen Gasse vor einer Kaserne ein Haufen Soldaten. Sie hörten mir zu und verstanden alles, was ich ihnen von der neuen Vereidigung sagte. Wir werden den Zaren Konstantin mit unseren Leibern schützen, sagten sie. Wir werden ihn nicht im Stich lassen. Nun, ich kam ins Zeug und brachte die Rede auf die Konstitution, auf die Freiheit, auf die Menschenrechte. Da hörte ich, wie sich hinter meinem Rücken ein betrunkener Soldat über mich lustig machte. Aber freundlich, als täte ich ihm leid, sagte er, »Ach, Herr, Herr, bist ein guter Herr, aber so unverständlich. Du redest zwar Russisch, aber man kann nichts verstehen.« Nur das hat er gesagt, aber ich verstand alles. »Ja, wir sind in Russland. Nicht Russen. Für unsere eigenen Landsleute sind wir fremde, heimatlose Ausländer, ewige Wanderer. Wir wagen ihnen sogar nicht zu sagen, dass wir uns für die Freiheit erheben. Wir sagen für den Zaren Konstantin, wir lügen. Wenn das Volk aber die Wahrheit erfährt, wird es uns verfluchen und den Henkern zum Kreuzigen überliefern. Glaubt es mir, Freunde, ich hatte niemals gehofft, dass unsere Sache anders zustande kommen könnte als durch unseren eigenen Untergang. Aber ich hoffte immerhin, dass wir das gelobte Land wenigstens aus der Ferne zu sehen bekommen. Nein, wir werden es nicht sehen. Ein freies Russland werden weder unsere Augen noch die Augen unserer Enkel und Urenkel zu sehen bekommen. Wir werden ruhmlos, spurlos, sinnlos untergehen. Wir werden uns die Köpfe an der Mauer zerschlagen, werden uns aber aus dem Kerker nicht befreien. Unsere Gebeine werden verfaulen, aber unsere Hoffnungen werden nicht in Erfüllung gehen.
Oh, es ist schwer, Brüder. So schwer. Es geht über meine Kraft. Er kam nicht weiter und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Obolenski setzte sich wieder zu ihm und streichelte ihm den Kopf mit einer stillen Liebkosung. Wie immer, in Augenblicken der Zärtlichkeit, nannte er ihn Konjok, Abkürzung von Kondrati. Du bist müde, hast dich so abgequält, mein armer Konjok. Ich bin müde, Obolenski, so furchtbar müde. Man sagt, es gebe ein Leben im Jenseits. Ich habe aber schon von diesem genug. Ich bin so müde, dass mir wohl der Tod und die Ewigkeit nicht ausreichen werden, um auszuruhen. Wisst ihr, worüber ich immer nachdenke? Fragte er nach einem Schweigen. Was heißt das? Ist es möglich, so gehe dieser Kelch von mir? Wie konnte er das sagen? Er war doch gekommen, um den Kelch zu trinken. Und plötzlich wollte er nicht, war schwach geworden. Schreckte zurück. Und das war er, der Gott, ganz wie ein Mensch. Golizyn, gibt es einen Gott? Sagen Sie mir nur einfach, ob es einen gibt. Es gibt einen Gott, Rylejew, antwortete Golizyn und lächelte. Ja, das haben Sie einfach gesagt, versetzte Rylejew und lächelte gleichfalls. Nun, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ihn auch. Aber was taugt er Ihnen? Sie wollen doch die Freiheit. Gibt es denn keine Freiheit mit Gott? Nein, mit Gott ist die Sklaverei. Einst war es die Sklaverei, nun wird es die Freiheit sein. Wirklich? Wann? Jetzt? Aber nein, Golizyn, es ist kalt, so kalt. Was ist kalt, Rylejew? Ihr Gott und ihr Himmel. Wer den Himmel liebt, der liebt die Erde nicht. Kann man denn nicht beides zugleich lieben? Lehren Sie mich, wie man es tut. Er wird Sie lehren. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Hier ist beides zusammen. Pläne, Schmied. Mag sein, für diesen Plan lohnt es sich zu sterben. Rylejew antwortete nicht, schloss die Augen, ließ den Kopf sinken. Und über sein Gesicht rollten so stille Tränen, dass er sie selbst nicht fühlte. Obolenski beugte sich über ihn, umarmte und küsste ihn wie ein krankes Kind mit einer stillen Liebkosung. Macht nichts, Konjok. Alles wird schon gut werden. Christus sei mit dir. Ende von Abschnitt 5.